Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Lesertreff der HNA unter ganz besonderen Bedingungen und leider heute ohne Live-Publikum, anders als sonst. Mein Name ist Amira El-Al und ich werde heute gemeinsam mit meiner Kollegin Alia Schuhalber durch diese Podiumsdiskussion führen. Der HNA-Lesertreff ist eine Tradition, die seit vielen Jahren zum politischen Wahlkampf in der Region dazugehört. Kurz vor einer Bürgermeisterwahl gibt die HNA den Kandidaten ein Forum, um sich noch einmal in der direkten Diskussion mit den Kontrahenten, ihren Wählern, zu präsentieren. Normalerweise kann das Publikum direkt im Anschluss Fragen loswerden. Aber auch hier hat die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass alles ein bisschen anders laufen muss als gewohnt. Ein HNA-Lesertreff vor Publikum kann es aufgrund der geltenden Hygieneregeln leider dieses Jahr nicht geben. Wir wollten unseren Lesern aber trotzdem die Möglichkeit geben, sich ein Bild von dem Kandidaten zu machen und ihnen auch Fragen stellen zu können. Deshalb haben wir die Bürgermeisterkandidaten aus Ahnatal heute zu uns ins Pressehaus eingeladen und werden sie mit ihren im Vorfeld eingereichten und mit unseren Fragen konfrontieren. Ja, auch ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich im Namen der HNA zu unserer Podiumsdiskussion hier und auch Sie, liebe Zuschauer, an den Bildschirmen. Am 1. November darf Ahnatal einen neuen Bürgermeister wählen. Und es geht darum, wer in den nächsten 6 Jahren die Geschicke der Gemeinde Ahnatal leiten wird. Deswegen, ich gehe davon aus, dass viele das vielleicht per Briefwahl schon getan haben, aber trotzdem wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, die drei Kandidaten nochmal kennenzulernen. Bevor wir jetzt in die Diskussion oder in die Veranstaltung einsteigen, würde ich Ihnen noch kurz einen Überblick darüber geben, wie sich die nächste Stunde gestaltet. Zuerst werden wir den drei Kandidaten die Möglichkeit geben, sich in kurzen Statements vorzustellen. Dafür haben Sie jeweils 60 Sekunden Zeit. Und wenn dann ein Gong erklingt, dann wissen Sie, dass Sie zum Ende kommen müssen. Ihre Vorstellung übernehmen Sie jetzt gleich selber. Trotzdem möchte ich auch die Bewerber nochmal selber hier herzlich begrüßen, Amtsinhaber Michael Aufenanger von der CDU, Stefan Hennes von der SPD und Michael Goldbach von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen bei uns hier im Pressehaus. Sie haben jetzt die Gelegenheit, sich Ihren Wählern zu präsentieren. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Amtsinhaber Michael Aufenanger. Sie haben 60 Sekunden Zeit. Ihre Zeit beginnt jetzt. Ja. Vielen Dank, Frau El-Al. Ja. Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Töchter. 16, 14 und 10 Jahre alt, 11 Jahre alt, da fängt schon an, ich habe gerade Geburtstag gehabt, meine jüngste Tochter, wohne seit meiner Kindheit in Ahnatal, bin dort groß geworden, im Kindergarten gegangen, in die Grundschule gegangen, dann in Kassel zur Schule, danach bin ich zur Polizei, habe dort ein Studium, Fachstudium als Diplom-Verwaltungswirt gemacht, dann auch noch einen Masterstudiengang als Master of Public Administration und seit 1999 bin ich auch ehrenamtlich in der Politik aktiv, dort Gemeindevertreter gewesen, Fraktionsvorsitzender der CDU gewesen, dann seit 2009 Bürgermeister in Ahnatal und auch als Kreistagsabgeordneter in Kassel, im Landkreis Kassel aktiv für Sie. Herzlichen Dank, Herr Aufenanger von Funklandung. Herr Hennes, ich würde sagen, wir machen bei Ihnen weiter. Ihre 60 Gerne. Sekunden laufen jetzt. Mein Name ist Stefan Hennes, ich bin geboren 1965, habe 2 erwachsene, tolle Kinder, habe im Lebensmittel-Einzelhandel eine Ausbildung gemacht und später dann als Führungskraft Supermärkte und Baumärkte geführt. Ja, seit dem 1. April 2019 bin ich als Geschäftsleitungsmitglied bei der Firma Martin Löber in Hofkeismar beschäftigt, für den Bereich Einzelhandel und Baumarkt. Ja, zu meinen Stärken aus der beruflichen Sicht zählen einfach die Umsetzung der vorgegebenen Dinge, die man heute braucht, die Personalführung, aber auch Entscheidungsfreude und natürlich auch die wichtigen Dinge, das kaufmännische Denken und das kaufmännische Handeln. Ich mache in meiner Freizeit, treibe ich gerne mal Sport, fahre Fahrrad, ja, und bin gerne in Ahnatal zu Hause. Herzlichen Dank, Herr Hennes. Und last but definitely not least, Michael Goldbach. Jetzt haben Sie Zeit, 60 Sekunden sich den Wählern zu präsentieren. Die Zeit läuft ab jetzt. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, mein Name ist Michael Goldbach. Ich bin der Bürgermeisterkandidat von Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin 51 Jahre alt.
verheiratet, zwei erwachsene Töchter, wohnhaft in Annatal, Heckershausen. Ich bin von Beruf aus Jurist, bin seit 2000 in Nordhessen hier beruflich tätig, arbeite seit jetzt 12 Jahren als Rechtsanwalt im Verwaltungsrecht. Ich bin der erste Bürgermeisterkandidat von Bündnis 90 Die Grünen. Grund für die Kandidatur ist, dass im Bereich Klima- und Naturschutzpolitik mehr passieren muss als bisher. Wir haben uns dazu entschieden, erstmals einen grünen Kandidaten ins Rennen zu schicken, und das bin ich. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Nun möchten wir Ihnen noch jeweils 3 kurze Einstiegsfragen stellen. Das heißt, ich lese Ihnen einen Satz vor und Sie vervollständigen den immer. Wir beginnen auch hier mit dem Amtsinhaber, Herr Auffenanger. Ihre 3 Fragen. Als sportbegeisterter Mensch würde ich mir für Ahrmatal... Ja, da würde ich mir gar nicht mehr viel mehr wünschen, weil wir tolle Sport- und Bewegungsräume haben und die wollen wir strukturiert weiter ausbauen und erhalten. Wenn ich auf die vergangenen 12 Jahre zurückblicke, dann hätte ich... Dann hätte ich wenig Dinge, die ich wirklich hätte viel besser machen können. Wir haben, glaube ich, in schwierigen Zeiten viele Dinge erreicht und da wird man sich immer darüber bewusst, wenn man dann mal so Resümee zieht, was eigentlich alles in den 12 Jahren gelaufen ist. Wenn ich weitere 6 Jahre Bürgermeister von Ahrmatal bleibe, werde ich? Dann werde ich gerade in schwierigen Zeiten, auf finanziell schwierigen Zeiten, die auf uns zukommen, weiter systematisch und strukturiert in unsere schöne Gemeinde investieren und das vor allen Dingen mit den Schwerpunkten Kinderbetreuung, Mobilität im Allgemeinen und ja, Erhalt unserer guten Sport- und Bewegungsräume. Vielen Dank. Herr Hines, ja. Ihre 3 Einstiegsfragen. Okay. Am Morgen des 2. November werde ich als erstes... Werde ich als erstes hoffentlich eine kurze Nacht abfahren, weil es Grund zum Feiern gegeben hat, aber vielleicht aber auch dann wieder auf den Tag blicken und natürlich dann wieder in den Tag und in die Woche starten. Wenn ich mit den Bürgern ins Gespräch komme, drückt der Schuh am meisten... Bei vielen Dingen in Ahrmatal, bei den Straßen, bei den Kindergärten, bei den Vereinen, aber durch meine Hausbesuche habe ich einige Dinge mitgenommen und ich hoffe, dass wir die auch heute hier auch besprechen können. Endspurt im Wahlkampf bedeutet für mich? Jetzt etwas relaxer an die Sache ranzugehen, weil ich habe viele Dinge abgearbeitet, die ich mir vorgenommen habe im Vorfeld und jetzt geht es nochmal in den Straßenwahlkampf, der ist anstrengend, aber ich freue mich drauf. Vielen Dank. Ja, Herr Goldbach, Ihre 3 Fragen lauten: Wenn ich in 10 Jahren mit dem Fahrrad durch Ahrmatal fahre, dann sehe ich? Mehr Radwege, auf denen man schön dahin gleiten kann, ohne dass man eine Schotterpiste bewältigen muss. In Ahrmatal vermisse ich? Eigentlich so gut wie gar nichts. Ich fühle mich wohl und freue mich, in diesem Dorf leben zu dürfen. Und das eine oder andere kann ich vielleicht politisch dann noch zum Besseren wenden. Und grüne Politik ist für Ahrmatal besonders wichtig, weil? Weil die Klimakrise auch vor Ort eine Antwort braucht. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich würde sagen, wir steigen direkt in die Diskussion ein. Es gibt ja ein paar Themen, die seit Monaten in Ahrmatal sehr heftig teilweise diskutiert werden und ich denke, das tun wir auch heute. Dazu zählen der Neubau der Stahlbergbaude, das Radwegekonzept, ja auch gerade schon angedeutet worden, und die Frage, wie und wo in der Zukunft die Ahrmataler Kinder in den Kindergärten betreut werden. Ich würde gerne mit dem Thema Stahlbergbaude in die Diskussion einsteigen. Das ist ein Thema, das seit vielen Jahren die Gemüter in Ahrmatal erhitzt. Neubau, große Lösung, kleine Lösung, Abriss, das war ja alles schon ein Thema. Da wurde sehr viel gestritten in den letzten Jahren. In der letzten Gemeindevertretersitzung Anfang Juli hat nun die CDU mit den Grünen in einer Kampfabstimmung wurde jetzt ein Neubau der Baude in etwas kleinerer und kostengünstigerer Variante beschlossen, bei der Eigenanteil der Gemeinde auf 1,67 Millionen Euro gedeckelt wurde.
Zudem sollen Vereine möglichst einen Eigenanteil von 450.000 Euro beisteuern, was diese jedoch bisher ablehnen. Herr Goldbach, von den anderen Fraktionen wurde der von den Grünen und der CDU beschlossene Antrag oder dieser Beschluss als weltfremder Finanzierungsplan betitelt, oder es wurde Ihnen vorgeworfen, dass das ein weltfremder Finanzierungsplan ist. SPD-Fraktionschef Dietrich Mohr hat sogar gesagt, oder macht eine Finanzierungslücke von 1 Million Euro aus. Wie soll das Projekt Ihrer Meinung nach seriös finanziert werden? Also zunächst muss man sagen, dass die Grünen bei der Stahlbergbaude schon lange gesagt haben, wir wollen das kleine Gedeck. Ursprünglich wollten wir es bei der heutigen Veranstaltungsfläche von 500 Quadratmetern belassen. Wir sind jetzt auf den Plan, haben wir uns eingelassen, dass jetzt doch 700 Quadratmeter bebaut werden. Die Gemeinde will 1,6 Millionen beisteuern, ohne die Fördermittel gerechnet. Den Vereinen gibt man die Hausaufgabe, insgesamt ungefähr 500.000 aufzubringen. Die Stahlbergbaude darf man nie diskutieren ohne den Blick aufs Gemeindezentrum Heckershausen. Es war ursprünglich geplant, dass das Gemeindezentrum abgerissen würde. Das ist jetzt doch nicht der Fall. Und diese neue Sachlage muss man jetzt auch bei der Stahlbergbaude schlicht zur Kenntnis nehmen. Außerdem ist es natürlich durch die Corona-Krise nicht einfacher geworden. Und die Gemeinde muss natürlich jetzt erst recht sehen, wo kommt das Geld überhaupt her? Also im wesentlichen Teil werden Fördermittel spielen müssen, die Vereine, insbesondere der FTSV, dann einwerben könnte. Und auch die Gemeinde wird sich auf die Suche machen nach Fördergeldern. Vielleicht kriegt man da 500.000 zusammengekratzt. Herr Auffenanger, warum hatte die CDU ihre Meinung bei der Finanzierung geändert? Im März 2019 hatten die Gemeindevertretungen noch mit der überwältigenden Mehrheit und auch mit den Stimmen von der CDU sich für eine große Lösung ausgesprochen. Warum jetzt der Umschwung? Also vielleicht eins würde ich noch mal ganz gerne sagen, weil wir da ein bisschen drauf eingehen. Also erstmal ist es nicht so, dass wir uns die ganze Zeit schon streiten. Die Diskussion läuft seit 10 Jahren, das ist korrekt. 5 Jahre hat der Verein geplant, jedes Jahr haben sich die Kosten erhöht. Herr Goldbach hat es gesagt, dann kam die Fragestellung Gemeindezentrum Stahlbergbaude, höhere Kosten. Aber man sagt, wir als Gemeinde wollen uns stärker einbringen. Ich persönlich stehe auch für das Gebäude Stahlbergbau. Das ist eine wichtige Strukturmaßnahme in unserem Sport- und Freizeitzentrum in der Mitte von Arnatal. Und dann kam die weitere Diskussion auf. Wir haben gesagt, wir wollen da Mittel zur Verfügung stellen. Im Übrigen dann mit vielen Plänen, wo wir auch sehr stark als Gemeinde reingegangen sind. Viele Varianten bis in Abstimmung mit den Vereinen. Die Vereine gesagt haben, so wollen wir das gerne haben. Das war dann im März, wie Sie angesprochen haben. Und dann kam natürlich, wir wissen alle, was passiert ist. Man muss auch mal sagen, diese Zahl von 1,6 Millionen Euro, eine Gemeinde unserer Größenordnung, die so viel Geld da reingibt, die muss man, glaube ich, erstmal an der Stelle finden. Ich finde das richtig und ich glaube, der Grund dessen, warum CDU und auch Grüne das gemacht haben, war wirklich die finanzielle Situation. Wir hatten die Raumpläne vorgelegt und da ist eine politische Entscheidung gekommen, zu sagen, wir müssen die Kosten nochmal reduzieren, was, glaube ich, wenn man verantwortungsvoll mit Finanzen umgeht, auch ganz, ganz wichtig ist. Und im Übrigen eine Finanzierungslücke von 1 Million, die gibt es schlichtweg nicht. Wir brauchen als Gemeinde 260.000 bis 500.000 Euro Fördermittel. Da ist schon diese Kostensteigerung, die Sie nicht genannt haben, von 10% mit eingepreist. Und der Verein soll, das wird angestrebt, 450.000 Euro dazu beitragen. Da im Übrigen 2015 war der Plan, dass der Verein schon bei einer Eigenrealisierung 366.000 Euro aufbringt. Das ist 5 Jahre her. Wir haben jetzt ein viel größeres Gebäude und ich glaube, da ist das auch ein realistischer Beschluss, auf den wir gut arbeiten können. Herr Ennis, die SPD sieht das ein bisschen anders. Ja. Sie halten ja den Beschluss, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar für rechtswidrig. Warum?
Genau, weil wir uns große Sorgen machen, wenn es dann wirklich so sein sollte, dass wir eventuell dann als Gemeinde bauen müssten und die Vereine sich nicht beteiligen müssen. Jetzt hatten wir die große Sorge, dass uns natürlich dann die Zuschüsse nicht gewährt werden. Und somit haben wir uns natürlich dann in dem Vorfeld schon Gedanken gemacht, was ist denn jetzt überhaupt, was ist denn der Plan überhaupt der beiden von CDU und Grünen, die Inspiration, diesen Weg so zu gehen. Ohne Zuschüsse, das wissen Sie selbst, haben Sie große Probleme. Der Aufnahme hat es eben gerade mitgeteilt, in welcher Situation sich auch die Gemeinde befindet. Aber ich will nochmal darauf hinauskommen, der Umgang, und das darf eben ein Bürgermeister und auch eine Mehrheitsfraktion von CDU und Grünen dann in dem Fall nicht passieren, unter die Vorgehensweise an dem Abend in der Ausschusssitzung, dass die Vereine im Vorfeld nicht informiert waren über diesen Antrag, der dann gestellt wurde, kurzfristig nach Sitzungsbeginn des Ausschusses, der hat uns natürlich auch wirklich erstaunt und ich muss sagen, ich bin auch ziemlich traurig und betrübt darüber, dass man so mit Vereinen umgeht. Das gehört sich eigentlich nicht, zumal ja die Vereine immer in der gesamten Historie zum Thema Stahlbergbaute sich mit eingebracht haben und mit eingebunden haben. Dass dann über Nacht und auf einmal eine Ruckzuckhandlung kommt und dass auf einmal ganz neue Fakten dann dargelegt worden sind, hätte man normalerweise mit dem FTS Weikershausen und mit der TSG Anatal im Vorfeld ganz klar absprechen müssen. Darf ich ganz kurz da mal einhaken? Möchten Sie denn da eine große Lösung und wenn ja, wie wollen Sie die finanzieren? Nein, ich möchte jetzt die Umsetzung, die Gemeindevertretung in Anatal so beschlossen hat mit den 2,4 Millionen, aber ich möchte auf jeden Fall, dass die Vereine mit eingebunden werden in die weiteren Planungen und ich habe jetzt schon mitbekommen, da gibt es wohl auch schon eventuell schon Differenzen über Informationen aus dem Rathaus an die Vereine. Aber das kann ich jetzt nicht so bestätigen, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Das wäre natürlich wiederum ein großer Fehler. Wir müssen die Vereine mit dazu nehmen, um in der Stahlbergbaude voranzukommen. Und dann will ich noch eins sagen, Herr Goldbach, die Stahlbergbaude ist kein Vereinsheim. Wir bauen hier, und das hat der Bürgermeister auch richtigerweise in der Vergangenheit immer wieder betont, da stehe ich auch voll und ganz dahinter, wir planen hier ein Bürger- und Begegnungszentrum. Das ist für die nächsten 30, 40 Jahre angesetzt. Und von daher ist es wichtig, dass wir uns dann wirklich auch auf die stellen, die Arbeit ja bei uns, die soziale Arbeit und die Jugendpflege macht, das sind die Vereine, und die natürlich uns sich da einbringen möchten. Und deshalb bitte ich nochmal darum, diese Schritte, die Sie jetzt gegangen sind, auch nochmal gut zu überlegen, weil ich halte es für fatal, wenn es eventuell dazu zu Irritationen kommt. Ich müsste da an einer Stelle mal ganz kurz einhaken. Also, das ist mir nochmal wichtig, auch das Verständnis Bürgermeister und Gemeindevertretung. Der Gemeindevorstand, der Bürgermeister an der Spitze, der bereitet Beschlüsse vor. Danach geht es in eine politische Diskussion der Gemeindevertretung. Und dann ist er natürlich noch beratend da, aber der Vorgang liegt in der Gemeindevertretung und da ist es schlichtweg falsch. Ich habe mit den beiden Vereinsvorsitzenden vor der stattfindenden Sitzung persönlich als Bürgermeister gesprochen, weil ich gesagt habe, es ist wichtig, dass sie diese Informationen vor der Sitzung haben. Das habe ich gemacht und wichtig ist auch, dass wir jetzt, nachdem die Vereine sich so ein bisschen zurückgehalten haben, will ich mal sagen, nach dem Beschluss in Gesprächen sind und ein Termin mit dem Ingenieur, mit dem Architekten stattfindet. Und das ist vielleicht auch wichtig, das ist im Ausschuss auch deutlich geworden, dass wir auch mit dem Kostenrahmen, der jetzt vorgegeben ist, das Raumprogramm, so wie wir uns das, wie das in den Ausschüssen vorgestellt ist, umsetzen können, indem wir an der Bauausführung letztlich planmäßig sinnvoll einsparen. Ich sage mal als simple Geschichte, wir bauen keine goldenen Wasserhähne, sondern silberne. Bauen wir zwar nie golden, aber das ist so das Beispiel. Also an der Bauausführung soll gespart werden und nicht an der, wie soll ich das sagen, der Funktionalität und des Raumzuschmuttes, wie er jetzt steht und wie er auch in den politischen Gremien Sachlage ist. Darf ich ganz kurz, ich wollte, weil Sie ja auch Herrn Goldbach vorhin angesprochen haben und die Einbindung der Vereine angesprochen haben. Herr Goldbach, Sie sind ja auch Jurist. Wie wollen Sie denn die Vereine zwingen? Weil so hört sich das ja ein bisschen an, diese 450.000 Euro zuzusteuern, die Sie aber eigentlich nicht bereit sind zuzusteuern und die sich auch wirklich sehr übergangen gefühlt haben in diesem Prozess, glaube ich, in der Vergangenheit. Also ich werde Ihnen mit Sicherheit keinen Gerichtsvollzieher schicken. Ein Punkt, den ich in der Tat kritisch sehe, ist das Kommunikationsverhalten zwischen Gemeindevorstand bzw. Gemeindespitze und den Vereinen. Das ist auch an anderer Stelle aus meiner Sicht ein Problem. Wir werden gleich über die Kindergärten sprechen.
Ich werde die Vereine sicherlich nicht zu irgendwas zwingen, sondern versuchen mitzunehmen. Ich denke, der Vorteil der Stahlbergbaude ist sicherlich die Lage genau zwischen den beiden Ortsteilen Weimar und Eckershausen. Also langfristig gedacht ist das der richtige Ort, was man aber auch mit bedenken sollte. Der wichtigste Weimarer Sportverein, der SVW 06, der guckt da mit einiger Skepsis auf die Summe an Geld, die jetzt der gefühlten Konkurrenz aus Eckershausen da zugedacht werden soll. Das sind also alles Dinge, wo Fingerspitzengefühl gefragt ist, und wir werden sicherlich diese ganze Geschichte nur in enger Abstimmung mit den betroffenen Vereinen sinnvoll zu einem Ende bringen können. Ne? Herr Hennes, ich wollte Sie nicht... Der Bürgermeister hat eben noch mal ganz kurz erwähnt, dass er kurz vor Sitzungsbeginn die beiden Vereinsvorsitzenden... Nicht vor Sitzungsbeginn. Nein, aber ich denke einfach mal schon... mir kam das sehr überraschend vor an dem Abend, denn die waren, glaube ich, alle sehr überrascht. Deshalb wundert es mich eigentlich. Nur mir geht es darum, wir sind so eine kleine Gemeinde, relativ kleine Gemeinde, wo man ja noch wirklich noch rechtzeitig, auch die Fraktionsvorsitzenden, die sich das dann ausgedacht hatten, zum Beispiel der Rüdiger Rebisch, da hätte man rechtzeitig natürlich dann auch die Vereine informieren müssen, mit ins Boot nehmen müssen, auch da nochmal ihre Meinung abklopfen müssen. Und das ist eigentlich nicht geschehen. Diese Aussage, Herr Goldbach, erschreckt mich immer so ein bisschen, dass man immer so mit Birnen auch Ahnertal-Triftstraße, Ahnertal-Stahlbergbaute vergleicht. Ich halte das auch nebenbei für sehr gefährlich. Beide Vereine leisten eine hervorragende Jugendarbeit. Präsentieren sich dadurch oder finden sich da natürlich in der Gemeinschaft wieder die JSG Ahnertal und die SG Ahnertal. Ich warne nur davor, da eine Spaltung herbeizuführen, denn das wäre für uns ein Riesenproblem. Wir hätten die Jugendarbeit nicht mehr, wir hätten diese Gemeinschaft nicht mehr im Fußballsport. Und ich glaube, das ist also nicht das, was ich mir so mit Miteinander und Gemeinschaft vorstelle. Ich will das nur nochmal klar und deutlich sagen. Vielen Dank. Wenn die Stahlbergbauer jetzt nicht nur die sportliche Mitte, wie Sie schon gesagt haben, sondern auch insgesamt so ein zentrales, verbindendes Element zwischen den Ortsteilen sein soll, dann sollte es ja eigentlich auch kein Problem sein, dort gut mit dem Fahrrad hinzukommen, wo wir beim nächsten Thema wären, nämlich das Thema Fahrradwegeausbau. Das wurde ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder diskutiert. Wir haben häufig darüber berichtet, und in der vergangenen Sitzung war das Radwegenetz wieder Thema. Schon vor 4 Jahren hatte sich die Gemeinde ja dazu entschlossen, ein Radwegekonzept auf den Weg zu bringen, und um die Radinfrastruktur in der Gemeinde und vor allem auch die Verbindungswege in die umliegenden Kommunen zu verbessern. Doch immer wieder stockte das Vorhaben. Woran hat es denn jetzt eigentlich gehakt bei der Umsetzung, Herr Aufenanger? Was ist das Problem? Ja, also wichtig ist erstmal, dass das Radwegekonzept ist, glaube ich, November 2017 jetzt vorgestellt. Sind jetzt 3 Jahre. Das muss man dazu sagen, oder Oktober war es, glaube ich. Oktober, Ende Oktober, Anfang November. Ganz klar ist, das Thema haben wir eben bei der Stahlbergbaude auch schon gehabt. Wir können gewisse Aufgaben einfach nur bewältigen, wenn wir sehr aktiv Fördermittel letztlich einwerben. Und da stellen wir immer wieder fest, dass letztlich die Förderprojekte manchmal ziemlich schwierig gestrickt sind. Es gibt dann Diskussionen, dann kriegt man die Rückmeldung, oh, die Förderkriterien ändern sich demnächst, wartet dann nochmal kurz, wir haben dann noch eine Info für euch, und dann stoppt es oder dann ändern sich die Kriterien. Wir haben letztlich Anträge gestellt, und Sie müssen die Mittel auch bekommen. Wir haben 3 Anträge gestellt für 3 Maßnahmen, das ist das, was Sie jetzt ansprechen. Da sind wir jetzt so weit, dass wir mit den Baumaßnahmen anfangen können. Das heißt, 2 Maßnahmen für 313.000 Euro, die werden, sobald das Wetter Anfang nächsten Jahres gut ist, wie der Sachstand ist, werden die starten. Und letztlich hängt es dann daran, wirklich die Maßnahmen festzulegen, die Anträge zu stellen und wenn es dann Änderungen gibt. Und die dritte Maßnahme ist die Ortsdurchfahrt Heckershausen, die, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Da hat jetzt zum Beispiel der Fördermittelgeber gesagt, also da müsst ihr nochmal eine Machbarkeitsstudie vorlegen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, da scheiden sich die Geister drüber. Ich finde, wir hätten das realisieren können, da sind wir aber auch von der Redenburg über Förderungen von 70% darauf angewiesen. Ohne die geht es nicht. Also machen wir jetzt eine Machbarkeitsstudie, die uns letztlich wieder Zeit kostet. Im Übrigen, weil Sie die Stahlbergbaude angesprochen haben, gerade
der Weg Weimar nach Eckershausen, der Verbindungsweg, da haben wir, glaube ich, in 2018 zumindest Ausbesserungsmaßnahmen auch mit Fördermitteln des Landkreises Kassel gemacht. Das heißt, da ist es schon mal an der Stelle besser geworden und das werden wir auch weiter so vorantreiben, damit wir dann auch weitere Fortschritte erzielen können. Die Ortsdurchfahrt Eckershausen jetzt erstmal nicht angegangen wird. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein, also Sie müssen jetzt warten, ob es da dann doch noch eine Förderung gibt. Ja, es wird sicherlich eine Förderung geben. Wir müssen jetzt aber wieder, obwohl wir uns viele Gedanken gemacht haben, wie wir den Weg führen können, auch eine Alternative, zwei Alternativen im Rahmen dieser Antragstellung hatten, die auch vorgestellt worden sind, hat das Land gesagt, wenn ihr Fördermittel haben wollt, müsst ihr erst noch eine Machbarkeitsstudie dazu machen. Ja? Die wird dann auch wieder gefördert. Da fragt man sich dann erstmal, auch als, gerade als kleine Gemeinde, muss man auch dazu sagen, das Thema Radweg ist in den letzten 4-5 Jahren explodiert, so will ich es mal sagen, an Bedeutung zugenommen mit den E-Bikes. Dann stellt man sich erstmal die Frage, was soll denn jetzt, erstmal braucht man ein Büro, die das auch mehrere um Angebote einzuholen und dann, was sollen die eigentlich in der Machbarkeitsstudie machen? Und da ist man dann wieder im Gespräch mit dem Fördermittelgeber, wie sind denn die Inhalte dieser Studie, damit wir auch danach dann die Fördermittel tatsächlich bekommen. Und das noch als ein Hinweis, wir hatten dann auch extra gesagt, wir probieren drei andere Maßnahmen, die im Feldwegebereich laufen, über das Feldwegeprogramm zu fördern, weil sie bei den Radwegen zum Beispiel das Problem haben, die werden nur in 2,50 Meter Breite gefördert. Gott sei Dank hat sich jetzt gerade geändert, demnächst 3 Meter, aber da haben sie schon ein Problem. Wie mache ich denn auf dem Feldweg 2,50 Meter Weg? Und da haben wir zum Beispiel leider die Nachricht bekommen, keine Mittel zur Verfügung, da stehen wir relativ weit hinten, da strecken wir jetzt gerade die Anträge um, wieder ins Radwegeprogramm zurück. Das ist alles sehr, sehr arbeitsintensiv bei all den anderen Themen und, ich würde es mal so sagen, Konzepten, die wir aus der Politik aufgelegt bekommen, wo wir dann im Grenzbereich arbeiten und einen erheblichen Aufwand haben. Und das ist das, was es verzögert. Deswegen kämpfe ich auch über Ahnatal hinaus und für unsere Kommunen dafür, dass Förderprojekte einfacher und pragmatischer werden, damit wir, Sie kennen das Thema, es sind Gelder da und sie werden nicht abgerufen. Ich weiß, warum die nicht abgerufen werden, weil Förderprojekte teilweise zu schwierig konzipiert sind und das über die Kapazitäten von kleineren Gemeinden hinausgeht. Herr Goldbach, Ihr Grünen-Partei von Tarek Al-Wazir hat ja mal gesagt, dass es in Hessen also kein Radweg am Geld scheitern soll. Jetzt ist es aber im Endeffekt so, dass in Ahnatal die Umsetzung bisher ganz offensichtlich am Geld gescheitert ist. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es ständig sich ändernde Förderrichtlinien gibt und das macht es einfach unheimlich schwer, wie der Herr Aufnanger auch schon sagt, dass die Antragstellung ja häufig auch hochkompliziert ist. Wie wollen Sie das Problem in den Griff bekommen? Also wenn Sie jetzt Bürgermeister werden, wie wollen Sie das Ganze anschieben? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es wirklich in erster Linie am Geld liegt. Ich gucke da eher auf das, sagen wir mal, Zuständigkeitswirrwarr. Wir haben mit der Kasseler Landtagsabgeordneten Karin Müller, eine gute Frau, hier vor unserer Ahnataler Haustür, die sich für die Belange des Radverkehrs einsetzt. Und man wird jetzt gucken, dass man zusammen mit dem Zweckverband Raum Kassel, mit Hessen Mobil, da Planungen, sagen wir mal, einigermaßen zeitnah dann jetzt doch realisieren kann. Natürlich ist es leichter, sich ein Fahrrad anzuschaffen, als einen Radweg zu bauen, das ist ganz klar. Aber wenn ich sehe, dass das zum Beispiel in den letzten 3 Jahren, seit Oktober 2017, dieses kleine Stück zwischen Kreuzfeld und Berliner Straße, das sind 250 Meter, immer noch nicht asphaltiert ist, dann frage ich mich, ob dann erst meine Enkelkinder in den Genuss der Ortsdurchfahrt Eckershausen kommen werden. Ein weiteres Problem auf der Gemeindeebene von Ahnatal ist, dass die Dame, die dort für Radverkehr zuständig ist, noch mal für alles mögliche andere zuständig ist und gar nicht die zeitlichen Kapazitäten hat, um sich da richtig hinterzuklemmen. Dieses Thema Radverkehr, da sind wir als Grüne natürlich sehr froh drüber, dass das jetzt so richtig in den Fokus gerückt ist. Auch da gucke ich gerne auf die Stadt Kassel, die gibt es verteilt auf 5 Jahre
65 Millionen Euro für Radverkehr aus. Wenn man das jetzt mal auf Ahrertal runterrechnet, dann haben wir immer noch über 5 Jahre verteilten Finanzvolumen von 500.000 pro Jahr. Also da müssen wir hinkommen. Und die Radwege sind im Zweifel in Zukunft das Wichtigere bei der Verkehrswegeplanung. Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachfragen. Zum einen kann man natürlich die Stadt Kassel schwer mit der Gemeinde Ahrertal vergleichen, aber haben Sie denn schon eine konkrete Vorstellung, eine Idee, wie Sie zum Beispiel die Ortsdurchfahrt Heckershausen oder vielleicht auch einfach nur mal zwischendurch einen kleinen Lückenschluss, wie Sie den begeben wollen? Also gibt es da konkrete Ansätze? Na gut, also gerade die Sichtung von Fördertöpfen ist eine Sache, die in der Vergangenheit zu kurz gekommen ist. Da hat man gesagt, man nimmt es aus dem Feldwegeprogramm. Und jetzt hat auf Antrag der Grünen Fraktion in der Gemeindevertretung doch die Mittel aus dem Nahmobilitätsfonds in den Blick. Also es muss ein Miteinander sein von Sichtung von Fördertöpfen, von Eigenmitteln, die man in die Hand nimmt, und schlicht im Rathaus muss jemand sitzen, der auch Zeit dafür hat, Radwege zu bauen. Und das muss schneller gehen, als es jetzt bisher der Fall ist. Jetzt hat der Herr Goldbach ja zum Beispiel schon vorgeschlagen, dass man vielleicht noch eine zusätzliche Stelle schafft, jemand, der dann sich wirklich auf dieses Thema Radwege konzentriert. Sie, Herr Hähnes, schreiben in Ihrem Wahlprogramm, dass Sie die Fahrradwege in der Gemeinde kontinuierlich gemäß des Radverkehrskonzepts weiter ausbauen wollen und mit Hilfe von Fördergeldern von Bund, Land und Kreis an das überregionale Fahrradnetz anschließen wollen. Das versucht die Gemeinde ja irgendwie auch schon seit Jahren, aber was wollen Sie ganz konkret anders machen? Frau Schuhreiter, das ist einfach eine Sache, immer mal Herzblut dafür für Radwege oder man lässt so laufen. Ich muss dem Herrn Goldbach recht geben, meiner Ansicht nach könnten wir viel mehr machen in Ahrertal. Wir brauchen da, wenn man diese Dinge sieht, die alle noch anstehen, wir brauchen da mit Sicherheit einen Stundenbedarf vielleicht von 20 Stunden, 25, 30 Stunden, die sich wirklich nur um diese Dinge eigentlich kümmern. Und wenn Sie das liegen lassen, wie es jetzt passiert ist, seit 2017 ist ja nichts passiert, großartig, dann muss man eigentlich auch feststellen, ja, dann müssen Sie nacharbeiten und das kostet natürlich viel Kraft und Energie. Aber was mir auch noch wichtig ist, zum Beispiel im Bereich Berliner Straße Kreuzfeld, haben wir ja das Kreuzfeld erneuert oben, die Straße ist neu saniert worden, man hätte normalerweise das Stück Berliner Straße mitteeren können. Das sind einfache Dinge, die normalerweise auch ein Bürgermeister sehen müssen und vielleicht kurzfristig auch da handeln müssen. Jetzt fangen wir an und versuchen, Beleuchtungskonzept für diese 200 Meter da erstmal zu erstellen. Das dauert alles viel zu lange, wir müssen da ins Tun kommen, wir müssen vorankommen. Und wenn ich das Thema Herzblut nochmal ansprechen will, Sie sehen das eigentlich einzeln und alleine, wie ist der Zustand unserer Radwege in Ahrertal. Ich bin mit den Grünen und mit der Landtagsabgeordneten diese Wege gefahren. Die waren scheußlich, die waren katastrophal, die waren gefährlich. Hinterm Bahndamm, hinten in der Verlängerung Elf-Buchen-Straße liegen große Steine, große Löcher in der Erde sind da vorhanden. Da können Sie eigentlich normalerweise gar keinen Fahrradweg mehr ausweisen, weil das ist eines Fahrradweges nicht würdig. Und dann noch ist natürlich auch immer um die Frage zu stellen, ja, warum geht man nicht ran? Es ist liegen geblieben und jetzt, denke ich einfach mal, müssen wir da auf jeden Fall, was das angeht, weil das natürlich ein Trend ist und den wir auf jeden Fall mitnehmen sollten mit Nachhaltigkeit und, da müssen wir auf jeden Fall einen ganzen Schritt voran. Herr Aufmanger, jetzt ist Ihnen ja ganz konkret vorgeworfen worden, dass Sie in den vergangenen 3 Jahren einfach zu wenig gemacht haben. Vielleicht wollen Sie sich dazu noch mal äußern. Ich denke schon, dass Sie das ein bisschen anders sehen werden. Ja, das sehe ich natürlich anders. Ich meine, es ist immer leicht zu sagen, da muss man was machen, da muss man eine Stelle schaffen. Im Übrigen, die Möglichkeit besteht ja auch für Fraktionen, Anträge zu stellen. Da will ich nur daran erinnern, als ich händeringend drum geworben habe, auch mit, dass wir eine zweite Ingenieursstelle bekommen, die wir mittlerweile haben, um solche Projekte, die politisch gewünscht sind, voranzutreiben. Da ist das politisch nicht gewährt worden. Ja, es gibt viele Themen, wo politisch Akzente gesetzt werden. Es wird zum Beispiel gesagt, hier als Beispiel an Bühl läuft zu wenig. Da ist trotz aller Bedenken der Polizeidienst abgeschafft worden. Auch da fehlen die Kapazitäten. Wir haben gehört, Stahlbergbau, wir sanieren strukturiert jedes Jahr eine Straße. Das bindet Kapazitäten in der Verwaltung und speziell in der Bauverwaltung. Und das muss auch alles neben Geld geleistet werden. Im Übrigen auch zu den Radwegen. Wir haben eine Radverkehrsbeauftragte. Ein Problem von kleinen Kommunen ist, jeder Mitarbeiter hat in der Regel mehr Themen zu bearbeiten. Und man muss auch ganz klar sagen, die koordiniert Dinge, die wird unterstützt, weil wir auch eine Schwerpunktbildung machen.
wird unterstützt, speziell durch unseren Hauptamtsleiter, der das Thema mit in den Händen hält und natürlich durch unsere Bauverwaltung, die die eigentliche Umsetzung macht. Und ich kann immer nur dafür werben, wir brauchen auch eine solide Finanzpolitik. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Da hat aber auch mal so schön im Haupt- und Finanzausschuss ein politischer Vertreter gesagt, ja, der Haushalt ist das Problem des Bürgermeisters. Das ist so ähnlich wie eben, ja, dann asphaltieren wir das Stück da einfach mal mit. Das kann ich bei jeder Maßnahme machen, da kann sich aber jeder denken, wenn wir das immer so pragmatisch machen würden. Im Übrigen suchen wir schon immer pragmatische Wege, dann wäre der Haushalt der Gemeinde Arnatal, glaube ich, gesprengt. Und im Übrigen der Weg, den der Herr Hennes angesprochen hat, das ist ein Feldweg und kein klassischer Radweg. Wir werden uns auch darüber Gedanken machen müssen, wo weisen wir, das wird ein Thema sein, den Radweg aus und bringen die in einen guten Zustand. Und wo geht das nicht? Im Übrigen, das zum Abschluss noch. Meine Tochter fährt diesen Weg, den der Hennes beschrieben hat, immer mit dem Fahrrad zur Schule. Ich laufe den selbst. Und das ist natürlich kein idealer Radweg, wie wir uns das heute vorstellen. Man kann ihn aber, wenn man, ich sag mal, gut drauf ist, auch fahren. Da ist auch, glaube ich, wichtig, und da werde ich mir Gedanken drüber machen, wie können wir Radverkehrsströme in Zukunft lenken, dass wir gute Wege haben und da auch die Leute, die das müssen, also brauchen, auch dahin denken. Ich glaube, das wird auch eins der Themen neben dem eigentlichen Bau der Radwege sein. Ich sehe gerade, Herr Hennes, brennt doch was unter den Nägeln. Natürlich muss ich da was zu sagen. Ich meine, jetzt haben wir es seit vielen Jahren ein Radwegekonzept, was immer noch nicht in die Umsetzung gekommen ist. Und da gibt es tausend Gründe, was alles nicht geht, aber wir müssen auch mal uns die angewöhnen, dass man Dinge einfach mal umsetzt, die man auch vereinbart hat. Wenn ich das sehe, dann brauche ich ja keine Ingenieurstelle zu schaffen, um Radweg zu sanieren und zumindest mal auszuschottern. Wenn man sich alleine mal den Verbindungsweg anguckt zwischen Weimar und Gasthaus Arnetal, ja, der wächst ja förmlich zu. Da ist ja Wildwuchs vor drei. Und ich meine, das sind doch kleine Dinge, die normalerweise im Tagesgeschäft, die ein Bürgermeister an seinem Shop auch sehen muss und dann eben im Bauhof Bescheid sagen muss und sagt, schaut mir bitte nach, arbeitet bitte mal ab. Das, so können wir uns als Gemeinde nicht darstellen, was Radwege angeht. Tut mir leid. Trotz der ausbaufähigen Radwegesituation in Arnatal, ich glaube, darauf können wir uns alle einigen, es ist ausbaufähig, ist Arnatal gerade für junge Familien sehr attraktiv, womit wir zum nächsten Thema kämen. Und weil es so attraktiv ist, ist es eben auch ein Grund, warum die Zahlen der Kinder in Arnatal gerade im Vorschulalter stetig steigen. Was ja im Grunde genommen eine sehr positive Entwicklung ist für jede Gemeinde, da freut man sich drüber, aber bedingt eben auch, dass die Kapazität der Betreuungsplätze an ihre Grenzen stößt in Arnatal. Und das, obwohl Ende 2018 eine neue Krippe am Kammerberg entstanden ist mit dem Kinderhaus Arnatal, die Platz für drei Gruppen, glaube ich, bietet. Anfang des Jahres gab es aber trotzdem sehr großen Unmut in der Elternschaft über die Betreuungssituation, und zwar gerade in der Kita Königsfahrt. Die Eltern klagten zum Beispiel über bauliche Mängel und auch über die personelle Situation. Herr Aufenanger, Sie haben sich damals, als es dann Anfang des Jahres diesen großen Unmut gab, ein bisschen überrascht gezeigt über die Vorwürfe, zumindest in unserer Berichterstattung war das so. Warum eigentlich? Ich glaube, die Kita ist 1973 gebaut worden. Ich glaube, Sie sind selber schon in die Kita gegangen, zumindest Ihre Kinder sind da hingegangen. Und seither gab es, glaube ich, keine größeren Sanierungen. Also warum die Überraschung? Also, dass es seit 1973 keine größeren Sanierungen gab, stimmt natürlich nicht. Die Überraschung kommt eigentlich daher, weil wir sagen müssen, also da ist damals ein Bild skizziert worden, wo man denken könnte, also ich übertreibe es jetzt ein bisschen, da tropft das Wasser von der Decke, der Schimmel hängt in den Wänden drin. Das war so ein Bild, was man fast annehmen konnte, und das ist halt in der Tat nicht der Fall gegeben. Und wir arbeiten alle Dinge, also als Beispiel, wir haben vor, glaube ich, gut drei Jahren haben wir komplett die Spielebenen saniert. Die sind neu, und das war eigentlich das Thema. Und dass wir natürlich perspektivisch diesen Kindergarten jetzt mal grundlegend anpassen müssen. Und wir haben auch das Problem der Kinderzahlen. Es ist ja angesprochen, und da nur eins sagen, stand bei Ihnen die Woche in der Zeitung, es fehlen in Deutschland 342.000 U3-Plätze. Da sind wir in Arnatal im Verhältnis zu anderen Kommunen eigentlich relativ gut aufgestellt. Bei uns hat jedes Kind einen Platz. Wir haben in den letzten drei Jahren 86 neue Plätze insgesamt geschaffen. Wir werden das weiter tun, aber das ist eine Herkulesaufgabe, und die Frage, wie kann man es finanzieren? Und es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Dinge. Ich habe einen Vater angesprochen, den ich kennengelernt habe, gerade zu der Zeit, wo diese Vorwürfe fahren. Da habe ich ihn gefragt,
wie empfindest du das denn jetzt? Weil ich wusste, der hat ein Kind da drin. Der ist selbst Maler, hat gesagt, das Gebäude ist natürlich ein altes Gebäude, aber da ist grundsätzlich alles in Ordnung. Und wenn man durchgeht, und das ist nicht nur ich bin in den Kindergarten gekommen, das ist richtig, auch ich war da schon drin, meine Kinder waren da drin und wir haben uns da räumlich auch immer sehr wohl gefühlt. Und natürlich ist die Zeit heute weitergezogen. Wir müssen Anpassungen vornehmen. Aber das war der Grund, der Kindergarten ist grundsätzlich in einem ordentlichen Zustand, aber wir müssen natürlich dort was tun. Ich weiß, da brennen allen hier, wollen alle was zu sagen, aber ich würde gerne, weil da haben uns zu diesem Thema, wie Sie sich denken können, sehr viele Leserzuschriften erreicht und das würde ich gerne eine Frage schon mal jetzt in dem Zusammenhang stellen. Und zwar hat Elternbeirat Jenny Hüneburg Pfaff uns geschrieben. Sie schreibt, einige Eltern der Ahnatthaler Kindergartenkinder hätten gerne die Frage beantwortet, wie es konkret mit den Kindergärten im kommenden Jahr weitergeht. Es wäre toll, wenn die drei Kandidaten sich dazu äußern würden, was nun konkret unternommen werden kann im nächsten Jahr, ohne leere Versprechungen irgendwann in der Zukunft. Ich würde mal sagen, fangen wir mit Herrn Hennes an. Ja, also ich hoffe natürlich, dass ich die Bürgermeisterwahl gewinne und dass sich dann neue Mehrheiten bilden bei der nächsten Gemeindevertreterwahl. Die wird ja im März diesen nächsten Jahres stattfinden und dann werde ich natürlich für Neubau sorgen. Ich werde diesen Beschluss, den Grünen und CDU gefasst haben, rückgängig machen, versuchen rückgängig zu machen, mir dafür Mehrheiten zu suchen, weil ich das nach wie vor für fahrlässig halte, weil das nicht ausgereift ist. Ich bin für Neubau in Weimar und dafür, da haben auch meine Fraktion immer für gestanden und deshalb werde ich auch dafür die Umsetzung finden. Gut, aber da würde ich ganz gerne mal einhaken, weil das haben Sie ja jetzt auch, glaube ich, im YouTube-Video gesagt, Sie möchten das alles anders machen und Sie hätten gerne den Neubau, aber wie wollen Sie das finanzieren? Also wir haben ja gerade gehört, die finanzielle Lage in Ahrtal ist jetzt nicht ganz so rosig. Wie wollen Sie Neubau finanzieren? Da danke ich Ihnen eigentlich für die Frage, weil ich da öfters darauf angesprochen werde, Frau Hellal. Es ist einfach so, wir haben heute beim Geldmittelmarkt die Möglichkeit, ohne Fördermittel, bei 0,54% auf 20 Jahre Geld zu leihen. Und die sollten wir auch normalerweise wirklich nutzen, solche Möglichkeiten. Wenn wir die Fördermöglichkeiten noch ausnutzen würden, dann ist dieser Kindergarten wird für die nächsten Jahrzehnte und für die Zukunft gebaut. Und von daher weiß ich, dass Kinder kosten Geld. Aber Kinder als Kostenstelle zu betrachten, wie es jetzt momentan gemacht wird, das halte ich für verkehrt. Und ich investiere gerne in die Zukunft und gerne in die Kindergärten in Ahrtal. Herr Goldbach, was antworten Sie, Frau Hüneburg-Pfaff, was wollen Sie ganz konkret unternehmen im nächsten Jahr? Also zum wenn einen Bürgermeister finde ich, werden, muss man dazu sagen, ist ja auch kollektiv. Könnte ja sein. Also zum einen sehe ich nicht ein, warum man auch ein in die Tage gekommenes Gebäude nicht sanieren kann. Es ist ökologisch allemal besser als an anderer Stelle einen Neubau hinzusetzen. Die nächsten Schritte bei diesem Kita-Thema werden sein, dass wir die U3-Betreuung zusammen mit einem freien Träger organisieren. Uns schwebt das so vor als Grünen, dass die Kinder zwischen 6 Monaten und 3 Jahren bei einem freien Träger betreut werden und die Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren in kommunaler Hand sozusagen betreut werden. Und die Planungen mit dem freien Träger, die werde ich also zügig vorantreiben. Die Grünen setzen da auf Qualität. Es gibt da freie Träger, die darauf spezialisiert sind, diese Krippenkinder zu betreuen. Und da sehe ich die Perspektive und ich möchte auch nochmal auf den Unmut der Eltern eingehen, den ich in Teilen für sehr berechtigt halte. Ich bin ja nun der Neuling in dieser Runde und es war für mich recht schwierig, mich beim Thema Kindergärten zu informieren. Das lag hauptsächlich daran, dass das Standortkonzept Kindergärten, das die Gemeinde Ahrtal da ausgearbeitet hat, nicht öffentlich war und sozusagen meinetwegen nicht im Internet gestanden hat. Und dann war es schwierig, den Gremiensitzungen zu folgen. Dann war von Variante 1 und Variante 4 die Rede. Also was in Zukunft mit mir deutlich besser laufen wird, ist die Einbindung
der Eltern in solche Entscheidungsfindungsprozesse und übrigens auch in die Umsetzung. Mhm. Herr Aufnahme, ich würde auch gerne nochmal von Ihnen hören, wie Sie Frau Hühne-Burg-Pfaff antworten würden, ganz konkret, was soll passieren? Also vielleicht gerade mit der Frau Hühne-Burg-Pfaff habe ich die Woche schon geredet, weil sie im Elternbeirat ist. Ich saß mit dem Elternbeirat zusammen und ich glaube, hier geht es konkret um, was Sie beschäftigt, dieses Problem im Kindergarten Königsfahrt. Wir haben ja, sagen wir, unser Thema war eigentlich mit der Inbetriebnahme der U3-Einrichtung, diese Außengruppe in der Helfensteinschule überflüssig zu machen. Das haben die Zahlen auch hergegeben, das ist das Thema, 342.000 Plätze fehlen, die fehlen, weil die Betreuungsquote der 1- und 2-Jährigen massiv steigt, auch über alle Erwartungen von Bundespolitikern und Landespolitikern hinaus. Das ist das Grundproblem so. Und wir haben das Problem, dass wir im Sommer eine Lösung brauchen für eine Räumlichkeit, die da zur Verfügung steht. Und wir haben jetzt den Beschluss, da muss man halt auch ganz klar sagen, auch wenn das manche verneinen, wir haben ein Bürgerbegehren gehabt, wir haben eben gehört, Beschlüsse sollen rückgängig gemacht werden, das sind alles Prozesse, politische Prozesse, die auch Umsetzungsmaßnahmen verlangsamen. Ja? Und deswegen haben wir jetzt ein bisschen Zeitdruck, da eine Lösung zu haben. Wir haben den Beschluss der Sanierung des Kindergartens mit einem funktionellen Anbau. Und das wollen wir jetzt ganz massiv vorantreiben, damit wir Räumlichkeiten zur Verfügung haben. Und parallel dazu, weil das wissen wir auch, wie sowas läuft, haben wir auch Parallelideen, wenn das nicht klappen sollte. Aber das ist auch schon so dem Elternbeirat mitgeteilt. Im Übrigen, das Protokoll wird an alle Eltern verteilt, dass die das letztlich auch haben. Da sind wir eigentlich in einem intensiven Diskussionsprozess mit den Eltern. Und jetzt wird es halt entscheidend sein, schnellstens die konkrete Planung, also da sind wir jetzt konkret dran, dass die Planung dieses Jahr steht und dass wir in die Umsetzung gehen. Und da geht es darum, dann im Sommer eine Lösung für diese Problematik zu haben. Darf ich da ganz kurz einhaken? Problematik heißt, diese Außenstelle in der Helfensteinschule, die ein großes Problem ist für die Eltern, wird die also jetzt dann aufgelöst oder nicht? Was ist da? Das ist der derzeitige Stand, ja. Okay, genau. Also das die soll im Sommer also soll das aufhören. Das heißt, genau. Die Kinder kommen alle zurück in die Kita für nichts. Da brauchen wir eine Lösung im Sommer, genau. Okay. Und das andere, weil, wenn man es jetzt allgemein anspricht, da haben wir die politische Beschlusslage, die klar ist und die wir jetzt auch, nachdem das mit dem Bürgerbegehren letztlich geklärt ist, jetzt auch natürlich so schnell wie möglich umsetzen. Gut, also da würde ich ganz gerne, ja, Herr Goldbach will da schon einhaken, ich würde Sie da auch ganz gerne mal zu befragen zum Bürgerbegehren. Also geklärt kann man so und so sehen, ne? Also das Bürgerbegehren haben 1200 Leute unterschrieben von 8000 Bürgern und es wurde dann in, ich glaube auch, der letzten Sitzung, ich bin mich ganz sicher, also auf jeden Fall wurde das Bürgerbegehren ist gescheitert, weil CDU und Grüne es für unzulässig hielten. Sie haben sich dann mit einer sehr denkbar knappen Mehrheit durchgesetzt, Herr Goldbach, und haben meiner Meinung nach ziemlich viele Menschen wahrscheinlich dann mit sich, gegen sich aufgebracht. Wie wollen Sie denen Ihre Haltung erklären? Das sind viele Eltern, die das anders gesehen haben als Sie. Also ich habe insbesondere also großen Respekt vor der Tatsache, dass diese 1200 Unterschriften, das ist in der Tat eine beachtliche Zahl, dass die in der Zeit des harten Corona-Lockdowns gesammelt wurden. Also das war schon mal von diesen Eltern super organisiert. Also gut ab. Sie haben ja offenbar andere Vorstellungen als Sie, Herr Goldbach. Wie erklären Sie denen Ihre Haltung? Sie sehen das ja offenbar anders. Sie möchten nicht, dass Ihre Kinder in einem separaten Haus mit einem freien Ja. Also die sagen keine Auslagerung der kommunalen U3-Plätze. Also ich bin relativ zuversichtlich, dass wir letztlich die Eltern davon überzeugen werden, dass die Entscheidung für einen freien Träger richtig war. Und wenn man es jetzt mal sich genau anguckt, die einzige Gruppe, die jetzt praktisch betroffen ist, sind die Einjährigen in der kommunalen Kita Weimar. Ja? Also das wird es in Zukunft dann nicht mehr geben, sondern einjährige Kinder würden beim freien Träger in der Krippe betreut. Was das Bürgerbegehren angeht, ich bin ein Freund direkter Demokratie. Das ist ja in der Tat auch ein Kernanliegen der Grünen.
die Sache des Bürgerbegehrens ist letztlich am fehlenden Finanzierungsvorschlag gescheitert. Und dieser fehlende Finanzierungsvorschlag hat das Bürgerbegehren unzulässig gemacht, sodass die Gemeindevertretung es ablehnen musste. Da gab es jetzt keinen Ermessensspielraum. So, und da muss man sagen, da hätten halt die Eltern frühzeitig, meinetwegen unter Einschaltung eines Rechtsanwalts, sich Auskunft einholen müssen, so wie es jetzt gelaufen ist, dass man sagt, ach na ja, hätte doch gar nichts gekostet. Also so konnte die Gemeindevertretung das nicht als zulässig erklären. Also da können jetzt auch die Grünen nicht einfach die Einzelheiten im Kommunalrecht ignorieren. Ne? Herr Hennes, Sie wollten dazu was sagen, ich glaube, Sie sehen das anders. Ja, ich bin einmal schockiert, wie man mit Bürgerbegehren überhaupt in unserer Gemeinde umgeht. Das sind 1200 Stimmen, egal ob das rechtlich dann ein Kostendeckungsvorschlag vorgelegt worden ist. Ich finde, in so einer Gemeinde gehört sich das anständigerweise, wenn dann so viele Menschen da Interesse haben und das bekunden auch mit einer Unterschrift, dass man trotzdem das Begehren durchführen kann. Vor was haben Sie denn Angst, Herr Goldbach? Um Gottes Willen. Es sind doch nur Menschen, die sich Gedanken und Sorgen um ihre Kinder machen. Und die haben das doch initiiert. Das ist doch eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Zumal Sie einer Partei angehören, die aus Bürgerbewegungen entstanden sind. Und deshalb kann ich das immer noch nicht ganz. Ja, also verlangen Sie von mir, dass ich über dieses Erfordernis eines Finanzierungsvorschlags einfach hinwegsehe. Können Sie nur einen Schritt zurück? Sorry, wegen Corona. Ich verstehe jetzt Ihre Reaktion. Natürlich sind Sie jetzt aufgebracht, aber es sind doch Ihre Fehler, die Sie gemacht haben. Und wenn der Bürgermeister uns heute sagen muss, dass zum Beispiel das Thema Kindergärten ja noch nicht mal beim Bürgerbegehren aufhört, das geht ja jetzt noch weiter. Wir haben jetzt die Situation in der Helfensteinschule nach neuestem Stand, wo wir wohl keine Sicherheit mehr haben, dass die Kinder da untergebracht werden sind. So will ich gleich mal zum nächsten Thema kommen. Und ich sage einfach mal, noch einmal, dieses Thema ist schon vor 3-4 Jahren akut gewesen. Es ist nicht gehandelt worden, und das ist auch der Vorwurf, den ich an den Bürgermeister mache. Man kann ja sich bei Wasserkostenabrechnungen mal vertun. Das ist zwar nicht schön, aber das kann ja mal passieren. Aber bei Kinderzahlen, bei Belegungszahlen, die wachsen doch nicht irgendwo so schnell mal raus. Die sind doch da, das kann man doch alles berechnen. Und das muss man doch auch wissen. Und dadurch ist natürlich eine Riesenkrise, das ist eine Krise, die hat es in Anderthalb noch nie gegeben, sowas, entstanden, dass die Menschen nicht mitgenommen fühlen. Und da haben die beiden Herren neben mir einen großen Anteil an. Ich muss das leider so sagen. Sie können von mir aber keinen Rechtsbruch verlangen. Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen, und auch das ist für einen Bürgermeister in der nächsten Amtsperiode ein Thema, gleich im Anschluss an diese Betreuung von Vorschulkindern. Ab 2025 wird es einen Anspruch von Grundschulkindern auf Nachmittagsbetreuung geben. Und da müssen wir jetzt gezielt in die Vorbereitungen einsteigen, um das sinnvoll zu organisieren, damit uns das nicht dann in ein paar Jahren auf die Füße fällt, obwohl es deutlich absehbar ist, der Anspruch kommt. Herr Aufnage, ich würde ganz gerne Sie... Ich müsste da jetzt an einer Stelle einhaken. Also mir ist nochmal ganz wichtig, also erstmal, wenn hier von Herrn Hennes gesagt wird, nicht gehandelt worden, muss ich halt nur die Frage stellen, wir haben in den letzten 3 Jahren 86 Plätze geschaffen. Wir haben eben gerade, glaube ich, festgestellt, hatten Sie in der HNA stehen, es fehlen Plätze. Wir haben eine rasante Entwicklung, das heißt, wir reagieren hier auf Entwicklungen, die da sind, die wir auch nicht direkt vorhersagen können, und kann nur feststellen, wenn man 86 Plätze geschaffen hat, bei 341 Plätzen, die wir momentan ungefähr kommunal haben, dann haben wir gehandelt. Ansonsten, das kann sich jeder drüber legen. Und was mir nochmal ganz wichtig ist, weil ebenso fest, ich so gesagt habe, das Bürgerbegehren erledigt, ja, das ist juristisch erledigt dahingehend, dass es jetzt abgearbeitet ist. Im Übrigen, fragen Sie mal. Wir haben, wie gesagt, mehrere Fragen dazu bekommen. Ich möchte gerne den Lesern die Möglichkeit geben, dass sie eben die auch, weil es genau darum geht. Ja. Wolfgang von Gizicki, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, aus Heckershausen, hat uns sehr viele Fragen zukommen lassen. Ich kann leider nicht alle stellen, aber ein paar an Herrn Aufanger. Und zwar, er sagt nämlich, das Bürgerbegehren ist formal gescheitert, was Sie ja gerade auch angesprochen haben, aber haben die Initiatoren deswegen inhaltlich Unrecht?
Das ist die eine Frage. Soll ich sie gleich alle gleichzeitig stellen? Dann können Sie. Ja, vielleicht gehe ich, wenn das nicht direkt mit dem Bürgerbegehren oder zusammenhängt. Also nochmal ganz wichtig ist erstmal, ich nehme das Grundrecht, das sind 1200 Leute, die unter unterschiedlichen Bedingungen auch die Unterschrift abgegeben haben. Als Beispiel, ich habe beim 90. Geburtstag mit einem gesprochen, der hat gesagt, jawohl, ich habe das unterschrieben, weil ich will, dass alle Kindergärten kommunal bleiben. Ja? So, das hat er aus seinem Blickwinkel so gemacht. Es ist ganz klar, wir haben erstmal, ich nehme das Bürgerbegehren auch sehr ernst, wir haben sehr viele intensive Gespräche geführt. Das ist nämlich dann auch nochmal ganz, ganz wichtig. Der Goldbach hat das gesagt, es ist juristisch betrachtet worden. Und wichtig ist auch, wir haben an dem 1.7. einen Beschluss gefasst, wo wir 90% der Intentionen des Bürgerbegehrens eigentlich bestätigt haben. Ja, so will ich es mal formulieren, weil wir nämlich gesagt haben, es gibt keine komplette Auslagerung der U3. Das habe ich im Übrigen den Eltern auch in vielen Gesprächen immer gesagt, dass wir das auch gar nicht vorhaben. Da gibt es, weil vorhin die Frage kam, dass wir was, was man in der Tat hätte besser machen können, in einem Beschluss hätte schon frühzeitiger stehen können, diese Auslagerung gibt es nicht. Das heißt, weil das würde daran anschließen, Herr Giesig, ich möchte auch wissen, wie möchten Sie die Bürger stärker an Entscheidungen in der Gemeinde einbinden und inwiefern sind Sie auch die Bürger und Bürgerinnen, die das Bürgerbegehren unterstützt haben, zugegangen? Also Sie sagen, Sie haben sie eingebunden und wie wollen Sie das vielleicht in der Zukunft? Das heißt, wir haben sie, erstmal kann ich nicht auf jeden Einzelnen, mir ist immer die Beteiligung der Bürger sehr, sehr wichtig. Ich stehe auch mit ganz vielen Bürgern einzeln teilweise im Gespräch. Wir probieren Gruppen anzusprechen. Wir haben auch mit den Initiatoren, den Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens gesprochen. Wir haben das schon immer ernst genommen. Also ich sag mal, wir haben Beschlüsse auf das Bürgerbegehren hin letztlich angepasst und das ist ja ein Wahrnehmen dieser 1200 Leute und ein Ernst nehmen, selbst wenn man juristisch gesagt hat, es ist nicht zulässig. Und was wir auch ganz klar machen werden, und das ist für mich so auch eine Quintessenz, da müssen wir so ein Standortkonzept letztlich auch veröffentlichen und da auch in das Thema letztlich an der Stelle reingehen. Und wichtig ist einfach, es gibt eine pädagogische Betrachtung, die ich auch nach wie vor für richtig halte, weil ich auch, sag mal, wie der Jenes auch im Haustürwahlkampf bin, da mit sehr vielen Menschen gesprochen habe. Ich habe auch mit sehr vielen Eltern gesprochen, die sagen zum Beispiel, ja, die Einrichtung, der U3-Einrichtung, die ist toll, ich finde das klasse, ich habe das Thema gar nicht so verstanden. Ein Kernproblem wird sein, Entscheidungsprozesse einfach noch besser rüberzubringen, damit der Bürger das auch verstehen kann. Das ist manchmal bei der Komplexität relativ schwierig, vor allen Dingen natürlich bei manchen dann auch politisch noch so gearbeitet wird, da wurde nicht gehandelt, obwohl gehandelt wurde und dann noch Dinge erklärt werden. Und Kinderbetreuung ist natürlich auch ein ganz, ganz emotionales Thema. Das ist mir an der Stelle auch bewusst. Und da ist es manchmal schwierig, dann als Politik auch wirklich zu sagen, wie komme ich auf diese emotionale Ebene mit runter? Und da wird es entscheidend sein, Dinge zu erklären. Okay, Herr Hines, vielleicht noch einen letzten Einwurf, weil wir müssen dann leider zum nächsten Thema kommen. Ein ganz wichtiger Einwurf. Ich weiß, es ist ein wichtiges Thema. Höre, das ist ja wahrscheinlich jetzt noch gar nicht mehr die Möglichkeit, das auszudiskutieren. Wenn uns dann nächstes Jahr der Schulkindergarten nicht mehr zur Verfügung steht, ja, was ist denn dann eigentlich geplant? Und natürlich auch dann die Frage an Sie, was ist, wenn die freien Träger nicht kommen? Sie wissen ja, Sie kriegen ja keine Zuschüsse mehr zurzeit. Ist denn das alles so safe, dass man sagen kann, also da gehen wir in eine sichere Zukunft rein? Ich weiß nicht, wo kommen denn die Kinder dann hin aus der Hildensteinschule? Ja, möchten Sie auch nochmal darauf antworten? Wo kommen ja, also eins ist klar, das ist ja auch so ein Thema. Kommen denn die freien Träger? Ja, da kann ich einfach nur sagen, ja, natürlich kommen die freien Träger, dass die ein Interesse haben. Und wenn Zuschüsse nicht kommen, ist übrigens ein Bundesproblem, muss man ganz klar sagen, wo auf Bundesebene Dinge, Rechtsansprüche versprochen werden, das kurzfristige Förderprogramm gibt und danach zieht sich der Bund raus. Ist also ein Thema, speziell für unsere Familienministerin, die Frau Giffey an der Stelle, da ein Appell. Und klar ist auch, wenn Zuschüsse nicht kommen, dann wird die Gemeinde das finanziell mittragen müssen. Das ist nämlich genau das Gleiche, wenn sie den Kindergarten selbst bauen und der Zuschuss kommt nicht, was ist die Quintessenz? Und da wird momentan auch unter den Bürgermeistern und auch in allen anderen Kommunen ganz hart diskutiert. Es gibt Kommunen, die haben Kindergärten gebaut und der Zuschuss kommt
nicht. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, wir sind noch davor, aber klar ist auch, wenn ein Zuschuss nicht kommt, müssen wir ihn als Gemeinde finanzieren, ob jetzt bei einem freien Träger oder auch bei Errichtung einer kommunalen Einrichtung. Aber Entschuldigung, jetzt wissen die Zuschauer immer noch nicht, was aus den Kindern aus der Heldensteinschule passiert. Ja, das heißt, ich denke mal, Stefan, ich habe vorhin eigentlich die Frage beantwortet, dass wir nämlich dort dran sind, die Planungen so voranzutreiben, dass wir da eine Lösung haben, nämlich indem bis zum nächsten Kindergarten ja ein funktionaler Anbau der Beschlusslage ist, in dem der steht. Und in dem Zusammenhang auch bin ich wirklich froh, muss ich sagen, dass wir jetzt rechtssicher handeln können. Das war das, wo ich meinte, dass das Bürgerbegehren ist dahingehend erledigt, dass es nicht beklagt ist und jetzt noch vor Gericht diskutiert wird, weil dann hätten wir noch weiter auf Eis gelegen, weil wir keine grundlegenden Entscheidungen während dieses schwebenden Prozesses treffen können. Da wäre die Quintessenz gewesen, dann hätten wir in der Zeit Container aufstellen müssen, bis das alles juristisch geklärt ist, die Abstimmung zu den Bürgerbegehren gelaufen ist. Und jetzt haben wir halt die Chance, zeitnah die Dinge umzusetzen. Da habe ich, glaube ich, eine Lösung vorhin schon Erstens, also ganz kurz nochmal der Herr Goldbach, weil das ist ein Thema, da könnten wir einen eigenen Lesertreff zu machen und könnten 2 Stunden drüber diskutieren. Und wir müssen auch nochmal ein paar andere Themen angehen, weil es gibt nicht nur Eltern und Kinder in Aachen, sondern auch andere. Wenn Sie mit der Bitte um ein kurzes Statement. Ja, genau, ja, gerne. Also zum Thema kommunale und freie Träger. Also es gibt Gemeinden, die überhaupt keine eigenen Kindergärten haben, also zum Beispiel Gemeinde Helsa, da sind alle Kindergärten in Händen der Arbeiterwohlfahrt. Ich bin in meinem Heimatdorf auf einen katholischen Kindergarten gegangen und ich stehe trotzdem hier. Gut, vielen Dank. Wie meine Kollegin, die Frau Alja, gerade schon gesagt hat, das ist ein Thema, da könnten wir wahrscheinlich Stunden mitfüllen. Vielleicht machen wir das irgendwann an anderer Stelle nochmal, wenn es weiterhin in Aachen hageln soll, kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Aber es gibt ja auch andere Bevölkerungsgruppen, die Sie natürlich auch als Bürgermeisterkandidaten von sich überzeugen wollen. Und wir sprechen immer ganz viel über kleine Kinder oder Grundschulkinder, aber es gibt ja auch Jugendliche in der Gemeinde in Aachen. Und jetzt, wenn man nach Velmar schaut, die haben zum Beispiel einen Skateplatz, einen Basketballplatz. Ich glaube, sowas in der Art gibt es ja in Aachen jetzt nicht. Herr Goldbach, meinen Sie, dass die Gemeinde genug für Jugendliche tut oder würden Sie da noch Verbesserungsbedarf sehen? Also die Grünen haben in den letzten Haushaltsberatungen einen Skaterplatz beantragt, der wurde abgelehnt. Eine Mutter sagte mir jetzt auch am Wahlkampfstand, es passiert zu wenig für Jugendliche. Ne? Gut, es gibt die Ferienspiele, aber so Anlaufstellen, ja, das ist ein bisschen Luft nach oben. Okay. Herr Aufnanger, Ihr persönlicher Wunsch ist es ja, glaube ich, einen Generationenspielplatz in Aachen zu etablieren, um dort um das Angebot für junge und für ältere Menschen in der Gemeinde attraktiver zu gestalten. Meinen Sie, das reicht aus oder gibt es noch andere Ideen, die Sie haben, um nicht nur Jugendliche, sondern vielleicht auch Senioren noch besser mit einzubinden? Also man muss einfach nochmal sagen, weil Anlaufplätze genannt wurden, wir haben halt wirklich auch einfach tolle Angebote. Wir haben das Café Klatsch, unser Jugendzentrum, was auch Öffnungszeiten hat, auch darüber noch Angebote macht, wirklich vielfältige Angebote. Wir haben die Geschichte oben, Beachvolleyballanlage zum Beispiel, die man nutzen kann. Wir haben das Freizeitgelände am Bühl. Ja, natürlich wäre auch eins, wir haben mal eine Halfpipe gehabt, die nicht genutzt werden konnte, weil sie falsch, glaube ich, konzipiert war von der Grundkonzeption her. Vielleicht auch am falschen Standort gestanden hat, die mussten wir abbauen. Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal mit der BMX-Anlage, die eigentlich schon, natürlich muss man da in den Verein gehen, das ist jetzt nicht so der öffentliche Treff, aber wir haben eigentlich sensationelle Möglichkeiten in Aachen und machen kann man immer noch was, das ist auch ganz klar. Wir haben zum Beispiel damals auch festgestellt, wir haben ja diese Nähe zu der Stadt Kassel, genau nach Velmar kommt man gut, wir haben ein hervorragendes ÖPNV-Angebot, das heißt, wer skaten will, das ist jetzt die Frage, braucht jede Kommune einen Skaterplatz? Ich glaube, das Potenzial ist vielleicht gar nicht da, man muss eher gucken, auch in Gesprächen mit den Nachbarkommunen, was fehlt uns denn eigentlich, wenn wir mal so einen Radius von 5 bis 10 Kilometer um die Kommune ziehen, damit Jugendliche, die sind ja heute auch nicht, ein 16-Jähriger sagt nicht, ich bin nur in Aachen unterwegs, sondern der fährt nach Velmar, der fährt nach Kassel, dass wir da hinkommen und sagen,
wir vernetzen uns noch ein bisschen und was brauchen wir denn eigentlich? Und was ich mir auch so perspektivisch nochmal vorstellen kann, das ist relativ in, dass man mal in so eine Richtung so eine Pump-Track-Anlage, also nochmal irgendwas, wo die Leute, also Jugendliche sich einfach auch nochmal treffen können. Das ist ein Platz, wo die einen Raum haben und können sich begegnen. Das ist sowas, was ich zumindest noch als zusätzliche Maßnahme oder Einrichtung im Kopf habe. Herr Hines, Sie können natürlich oder sollen auf jeden Fall auch sagen, was Sie vorhaben für Jugendliche, aber Sie wollen ja vor allem auch das Angebot für Senioren ausbauen, heißt es zumindest in Ihrem Wahlprogramm. Was stellen Sie sich denn da ganz konkret vor? Einmal noch mal ganz kurz zu den Jugendlichen, ja. Also eine Halfpipe bin ich ausschickt und ich finde auch, das kann man machen. Und Bühl hat der Bürgermeister richtigerweise gesagt, haben wir genug Möglichkeiten, wo die Jugendlichen sich auch austoben können, wo sie sich auch treffen können. Aber vielleicht im Ortsaleckershausen, wo zumindest in versprochenen Freizeitanlagen, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, zum Thema Senioren ist zu sagen, dass wir, das ist mir wieder bewusst geworden, dass wir einen großen Vorteil haben anderen Gemeinden gegenüber, dass wir diesen Ortsbus haben, wo die Senioren wirklich auch den wirklich nutzen, aktiv nutzen. Und für den Erhalt möchte ich natürlich auch einstehen und werde auch jedem versprechen, dass es auch kostenlos bleiben soll. Und ich denke einfach mal, wir müssen natürlich gucken. Sie haben heute im Bericht in der HNA gelesen, da im Rathaus gibt es eben Probleme durch die Treppe, dass viele Ältere wahrscheinlich die Treppe gar nicht mehr hochkommen können. Aber mir ist wichtig, dass wir in den Ortsteilen auf jeden Fall nochmal ein Seniorentreffen nochmal anschieben. Jetzt nach Corona dann natürlich auch, dass der Austausch wieder zwischen den Menschen stattfinden kann. Und das ist eigentlich auch so ein Ziel von mir. Sie haben da ein gutes Stichwort gegeben zu unserer heutigen Berichterstattung in der HNA. Wir haben nämlich auch von der Initiative natürlich nochmal eine Leserfrage eingereicht bekommen, also von Herrn und Frau Zöller, aber auch von Herrn und Frau Köter. Die haben uns beide gemeinsam noch einen Fragenkatalog geschickt. Den werden wir natürlich jetzt nicht in voller Gänze hier vorstellen, aber wir wollen sie zumindest in Teilen stellen. Unter anderem, was werden Sie unternehmen, um Barrierefreiheit an den öffentlichen Gebäuden umzusetzen? Besonders ist hier das alte Rathaus zu erwähnen, in dessen Räumen regelmäßig Angebote für Senioren stattfinden und das Café Klatsch, welches auf der Ahnatthaler Homepage als Treffpunkt für alle Generationen ausgewiesen ist und sich zu verschiedenen Angeboten einlädt. Seit Jahren wird das Problem immer wieder thematisiert, bisher ohne Erfolg. Weiterhin werden Menschen ausgeschlossen, es besteht Handlungsbedarf. Wie handeln Sie, Herr Hines? Genau das, was die Frau Zöller vorgeschlagen hat, Café Klatsch, müssen wir auch anwenden, auch im alten Rathaus. Ich bin ja auch einer von denjenigen gewesen, die bei der Poststation sich finanziell mit beteiligt haben, weil ich das auch für sinnvoll erachte. Und es geht ja weiter. Wir haben einmal die Menschen mit Behinderung, wir haben auch viele Menschen oder auch viele Frauen, die ja mit Kinderwagen und denen müssen wir das Leben leichter machen. Und ich glaube, dass diese Aktion, die sie da macht, die sie da angeschoben hat, die trägt dazu bei, dass wir ja in der Gemeinschaft doch einiges noch bewegen können. Das wird gut vorankommen. Herr Goldbach, vielleicht möchten Sie dazu auch nochmal was sagen. Mobilität, Barrierefreiheit, wie stehen Sie dazu? Ich hab heute Morgen auch natürlich mit Interesse den Artikel von Herrn Dilling gelesen. Also wenn es da heißt, ein Aufzug da, zum alten Rathaus sei technisch und finanziell nicht machbar, dann heißt das, ist ein zu teuer. Also da müssen wir nochmal drauf gucken. Ich habe in Kassel vor ein paar Jahren einen Verein mitgegründet, Kasseler Bündnis Inklusion, wo sozusagen die etwas jüngere Generation die Hauptbetroffenen sind. In den Schulen, gerade in den Berufsschulen, stellt sich dieses Problem der Barrierefreiheit massiv. Also das leuchtet, also so leicht will ich es Ihnen jetzt nicht machen, zu sagen, ach naja, dann ist es halt zu teuer, da würde ich nochmal drauf gucken. Zum Thema Senioren hatte ich nochmal so eine Idee und die wäre sogar Corona-kompatibel. Die armen alten Herrschaften, die sitzen ja im Moment in den Seniorenheimen und werden nicht rausgelassen, dürfen teilweise nicht mal ihre engsten Angehörigen besuchen. Kann man nicht so eine Art digitale Brücke zwischen der älteren und der jüngeren Generation schließen? Also die Jüngeren kennen sich mit diesen ganzen Feinheiten ihrer Smartphones aus, die alten Herrschaften vielleicht nicht, also sowas wie digitale Patenschaften wäre vielleicht mal eine Idee. Aber inwiefern ist das eine Aufgabe der Verwaltung? Weil ich glaube, da sprechen wir eher ehrenamtliches Engagement an. Ich weiß nicht, wie man das in der Verwaltung organisieren anstoßen, soll. Anstoßen. Auf Leute zugehen, die Leitung der Seniorenheime mal sowas vortragen und dann gucken, dass vielleicht verselbstständigt sich das. Die sind doch da einsam in ihren Heimen. Herr Aufhanger, ganz kurz noch, Sie haben zwar heute auch schon bei uns in der Berichterstattung natürlich ausführlich dazu Stellung nehmen dürfen, zu den Vorwürfen der Initiative.
Jetzt sagt der Herr Goldbach so, ja, man müsste gucken, jetzt einfach zu sagen, so ein Aufzug ist zu teuer. Ich denke schon, dass der einiges kosten würde. Vielleicht möchten Sie sich da konkret nochmal zu äußern, dass man also was das kosten könnte oder würde. Ja, was heißt zu teuer? Erstmal ist es ja klar, jeder hat rein theoretisch die Möglichkeit gehabt, jetzt auch politisch in der Vergangenheit zu sagen, wir wollen das alte Rathaus komplett barrierefrei umbauen. Wir haben vorhin die Maßnahmen gehört, über die wir gerade reden. Also da muss man den Blick zur Realität zurückfinden, dass man auch immer nur eins nach dem anderen abbauen kann. Wenn der Wille da ist, das alte Rathaus hat eine Priorität, dann kriegt sie die Politik. Da muss man aber als verantwortungsvoller Politiker, und das ist das, was mir in Ahnatal sehr, sehr kurz in den letzten Jahren gekommen ist, auch darüber sprechen, was kann man dann vielleicht an der Stelle nicht machen. Weil es wird, ich sage es mal so, überall zu wenig getan, man muss überall mehr machen, aber man muss sich doch dessen bewusst sein, dass es gewisse Ressourcen gibt. Von daher, wir waren bei dem Thema, ich glaube, so ein Aufzug kostet gut 50.000 Euro, wenn man eine Plattform hat. Wir haben das Problem, wenn man ins alte Rathaus kommt, ist es innen drin nicht barrierefrei. Man muss sich dann auch überlegen, und das ist leider in dem Bericht der HNA nicht rausgekommen, wie gut wir eigentlich barrierefrei aufgestellt sind. Das heißt, wir haben ein barrierefreies Rathaus, unsere Bürgerseele, also Gemeindezentrum Bürgersaal sind barrierefrei. Im Übrigen alle, wichtig ist mir auch, das ist eine gemeinsame Stellungnahme, das ist leider in der HNA heute auch nicht so gut rausgekommen. Da stand namens der Behindertenbeauftragten, die haben sich konkret dazu geäußert, auch in dem Text teilweise, den wir veröffentlicht haben, die das letztlich ähnlich sehen, die sagen, wir haben eigentlich eine gute Arbeit und da muss man mal schauen, wo wir überall barrierefrei sind. Wir nutzen jede Möglichkeit, das steht heute auch in der Zeitung, das Café Klatsch wollen wir versuchen, wenn die Dörnbergstraße umgestaltet wird, dann eine Barrierefreiheit hinzubekommen. Und das ist relativ aufwendig. Und wir haben dann natürlich auch die Erfahrung, wer nutzt es denn? Haben wir tatsächlich jemanden ausgeschlossen? Da muss ich nochmal sagen, mir hängt die Barrierefreiheit auch sehr, sehr am Herzen. Und da haben wir auch sehr viel bewegt in den letzten Jahren. Könnte ich jetzt die 2-Minuten-Karte, wird gerade gezeigt, liebe Mitbürger und Mitbürger, noch ganz viel zu erzählen. Also auch mal darüber zu sprechen, was ist ein positiv gewesen? Und eins ist auch klar. Öffentlich, also gewerbliche Gebäude, die können wir doch, da kann doch nicht die Erwartung sein, dass die Gemeinde das alles komplett finanziert. Und da im Übrigen auch das, es wäre schön, wenn diese Bürgerinitiative vielleicht auch mal mit mir sprechen würde. Ich hatte zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit, wieder erhebendes Geld dazu zu geben und habe das aus der Zeitung erfahren, was ich auch wirklich schade finde. Und ein letztes noch. Wir haben auch tolle Angebote. Also schauen Sie sich mal an, was unsere Altenheime machen. Wir haben einen Mittagstisch der Kirche. Man muss einfach von dem Gedanken wegkommen, dass die Kommune alles regelt. Und weil das kostet alles Geld. Ich höre ich auch, also der Appell, schauen Sie sich die Dinge an, die wir haben. Wie gesagt, wir haben noch einiges und auch noch einige Leserfragen. Trotzdem habe ich gemerkt, Sie wollen noch was dazu sagen. Ganz kurz, Herr Hennes. Mit Erstaunen denke ich mal wieder den Hinweis auf den Ausbau der Dörnbergstraße, auf die Kreisstraße, da warten wir jetzt schon 5 Jahre drauf. Und das sind immer so Dinge einfach mal, da warten wir dann nochmal 5 Jahre drauf und dann, wann ist die Planung, wann geht es da eigentlich los, da kommt ja nichts. Und deshalb werden natürlich auch solche Menschen wie die Frau Zöller zu Recht auch unruhig. Und, ja. Aber es hätte ja eine politische Entscheidung geben können, das hatte ja der Herr Aufenhanger auch angesprochen. Der Bürgermeister ist ja der Verwaltungschef, aber er ist ja nicht derjenige, der die Entscheidungen trifft, was im Haushalt eingestellt wird und wofür das Geld ausgegeben wird. Das ist ja immer etwas, was im Parlament dann auch beschlossen wird. Genau. Bei den kleinen Dingen natürlich, die Ladeneingänge, da brauchen Sie keinen Beschluss und das sind einfach normale Dinge, die normalerweise in die Umsetzung gehen. Bei dem, wir hatten das ja mal in der Gemeindevertretung, dann mit der Treppe, dann kam der Vorschlag, glaube ich, damals noch von Grünen, noch da diese Klingel zu installieren und das alles. Aber es ist eigentlich jetzt aktuell, und der Frau Zöller ging es eigentlich darum, dass jetzt 10.000 Euro für ein Denkmal ausgegeben wird oder für den Migranten, ich kann es ja nicht mal nennen, und auf der anderen Seite wird das Geld weggespart. Und diese kleinen Dinge, die will sie eigentlich nur haben, dass das vielleicht für die Menschen etwas erträglicher wird mit Behinderung. Gut, das Thema Barrierefreiheit wird Sie alle weiterhin beschäftigen. Vielleicht gibt es ja auch noch mal eine Entscheidung dann in der Gemeindevertretung. Ja. Ein wichtiger Hinweis. Ich verstehe es erst ganz kurz. Also eben der Hinweis, ja, das kann der Bürgermeister mal kurz machen. Wenn ich für Privatleute einfach nach gut Gusto Eingänge irgendwo schaffe, dann kann man das schon, da kann man schon von einer Veruntreuung von öffentlichen Mitteln sprechen. Das vielleicht nur dazu an der Stelle, da bitte ich auch einmal ein Stück weit um ein bisschen
Realität und die Klingel, das ist ganz wichtig. Mir, das sind Vorschläge, die von den Behindertenbeauftragten gekommen sind und die wir gemeinsam umgesetzt haben. Vielen Dank. Ich weiß, auch das ist ein Thema, über das wir jetzt separat noch lange reden könnten. Wir haben leider nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich würde, bevor wir jetzt zum Ende kommen, gerne noch ein Thema ganz kurz anschneiden, weil es alle betrifft, die in der Gemeinde leben, nämlich zum Thema Wohnraum würde ich noch ganz kurz mit Ihnen sprechen wollen. Und zwar deshalb, weil Ahrnatal eine sehr beliebte Kommune im Speckgürtel von Kassel ist. Bezahlbarer Wohnraum wird aber immer knapper. Die Immobilienpreise steigen seit Jahren, wie wir wissen. Herr Goldbach, wie wollen Sie insbesondere finanzschwachen Familien und alten Menschen in der Zukunft noch bezahlbaren Wohnraum in Ahrnatal bieten? Was würden Sie konkret angehen? Gut, also das, die Situation ist ja jetzt nicht so drängend wie in Großstädten wie München. Es gibt eine Vorlage vom Zweckverband Raum Kassel, die haben ein Siedlungsrahmenkonzept vorgelegt, wo man innerhalb der jetzigen Bebauung oder außerhalb der jetzigen Bebauung bauen könnte. Die Grünen sind gegen Neubaugebiete, die sozusagen im planerischen Außenbereich liegen, weil wir möchten, dass Flächen nicht versiegelt werden, sondern der Landwirtschaft erhalten bleiben. Es gibt genügend Innenentwicklungspotenziale, eine größere Menge am Kammerberg, aber auch in Weimar und Heckershausen, da muss man gucken, was da geht. Also wir möchten innerörtlich verdichten und nicht auf dem Seesenweg neue Häuser hochziehen lassen. Herr Hennes, würden Sie das auch unterschreiben, dass ein Ortskern attraktiver gestalten? Wäre das sozusagen das, was Sie sich wünschen, oder wie würden Sie das Problem angehen? Erstmal muss man in die Historie gehen. Wir haben 2016 die SPD einen Antrag gestellt zu Neubaugebieten, und weil wir die auch dringend brauchen, ist jetzt die Umsetzung noch nicht erfolgt. Das will ich erstmal festhalten. Das andere ist natürlich, ich möchte auch die Innerortsbebauung vorantreiben, gar keine Frage, bin ich beim Herrn Goldbach. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass die Flächen, die vom Zweckverband Raum Kassel, und es sind ja ausgewiesen, die noch freien Flächen natürlich genutzt werden und natürlich auch bebaut werden können. Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn der Vorschlag des Landrates, des Landkreises Kassel, Uwe Schmidt, sich umsetzen würde, dass wir eine Wohnungsbaugenossenschaft vom Landkreis Kassel errichtet und dann natürlich bezahlbaren Wohnraum schafft. Das ist zwingend notwendig in Ahrnatal. Für den anderen Bereich haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit genug getan, aber Wohnraum muss auch bezahlt werden. Und dann wäre es natürlich schön, wenn es auf gemeindeeigenen Flächen, die wir dann vielleicht später mal kaufen würden, die ausgewiesenen Flächen, die ich eben genannt hatte, wenn wir dann über eine Genossenschaft Wohnraum erstellen können. Weil Herr Hennes es gerade ansprach mit den Neubaugebieten, also überall, Herr Auchenanger, bei Ihnen, also in den Nachbargemeinden entstehen gerade Baugebiete, teils sehr große, wie in Velmar West. Aber Ahrnatal hat sich da in den letzten Jahren noch ziemlich zurückgehalten, was die Ausweisung von Neubaugebieten angeht. Warum eigentlich? Ja, der Hennes hat so schön gesagt, seit 2016 gibt es einen Beschluss, über den ich sehr froh bin, weil bis kurz davor gab es eine Beschlusslage, dass nichts passieren soll. Also ich sag mal, es war nicht gewünscht, Wohnraum auszuweisen. Ich wollte das persönlich, das gehört zur Wahrheit dazu. Und klar ist auch immer, was für eine Ausgangslage übernimmt man, welche stehen einem als Gemeindeflächen zur Verfügung. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn man von dem Beschluss zurückgeht, wir hatten schon fast in Baureife, da waren wir mit den Grundstückseigentümern einig, wollten bauen. Da haben wir dann, das war im Übrigen eine Fläche, die im alten Siedlungsrahmenkonzept drin ist, wo sich dann im Rahmen der Detailplanung herausgestellt hat, das ist emissionstechnisch, da geht es um einen landwirtschaftlichen Betrieb, der in der Nähe ist, nicht möglich. Das sprechen wir hier über die Krummecker, oder? Genau, da sprechen wir drum. Das wäre ja, ich sag mal, hätten wir da nicht ein kleines Problem bekommen. Ich meine, das sind ja solche Geschichten, Sie sehen, der Ausbau der A49 ist zwar eine ganz andere Dimension, das geht über Jahrzehnte, wir haben es aber im Planungsrecht wirklich momentan erhebliche Probleme, erstens Grundstücke ankaufen zu können. Da hängen wir, wenn einer sein Grundstück nicht verkaufen will, bekommen wir das nicht. Und wir haben die Probleme, wenn man sich dann mit jemandem einig ist, dass dann vielleicht die Fläche aus irgendwelchen Gründen doch nicht geeignet ist. Und ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen gerade Wohnraum für junge Familien. Also für uns als Ahrnatal ist das Thema Wohnraum für junge Familien auch ganz, ganz wichtig, in der Kombi altersgerechten Wohnraum zu schaffen. Das ist für mich auch ein drängenderes Thema,
auf Anatal betrachtet, jetzt nicht gesamtgesellschaftlich betrachtet, als zum Beispiel der soziale Wohnungsbau. Und da will ich persönlich auch vorangehen. Aber Fakt ist, wir haben nichts, weil sich eigentlich aufgrund politischer Beschlüsse das eigentlich lange Zeit nicht möglich ist. Gibt es denn Möglichkeiten, neben jetzt der ausgewiesenen Fläche Buchenstraße, Krummecker ist das, glaube ich, ne? Gibt es denn da noch andere Möglichkeiten, Baugebiete auszuweisen in der Orts? Oder? Ja, der Herr, wir haben ein neues Siedlungsrahmenkonzept, was jetzt, wo wir schon unsere Flächen definiert haben, was aber vom Zweckverband noch nicht fertig auf dem Tisch liegt, so will ich es mal sagen, noch nicht beschlossen ist. Und bei diesen Flächen schauen wir letztlich auch, wo können wir was realisieren. Und der Goldbach hat den Seesenweg angesprochen. Da sind wir in konkreteren Überlegungen dran, intern, und hoffen halt der Politik dann Entscheidungswege, Beschlüsse auch relativ zeitnah, sprich so einen Zeithorizont vom halben Jahr bis Dreivierteljahr eigentlich vorlegen zu können. Ich möchte aber trotzdem nochmal festhalten, dass also seit 2016 nicht viel passiert ist. Das ist eigentlich schade. Ganz kurz, weil ich würde gerne noch die Leserfragen, die uns noch erreicht haben, stellen. Also vielleicht eine kleine Idee in dem Zusammenhang. Wenn da jetzt ein Haus steht, da wohnt jemand drin, der nicht zu den Jüngsten gehört, kann man nicht einfach mal als Kleiner auf den zugehen und fragen, mal zu, so und so, du hast da noch eine Obstwiese hinterm Haus, könnte man da nicht mal vielleicht bauen? Also da könnte man als Gemeinde auch mal kreativ werden. Also es muss nicht immer der Seesenweg sein. Also so eine Art Koordinationsstelle, wo man eventuell noch Synergien innerhalb der Gemeinde schafft. Wo könnte man in absehbarer Zukunft was neu bauen? Ja, ich sehe, es gibt viele Themen, über die man lange diskutieren kann. Bevor wir jetzt zum Ende unserer Diskussion kommen, möchte ich Sie aber noch mit einigen Leserfragen konfrontieren, die uns im Vorfeld erreicht haben. Unter anderem hat uns Jan Lorbach angeschrieben und der fragt, die politisch Verantwortlichen haben es in der letzten Legislaturperiode geschafft, dass es keinen Spaß mehr macht, sich ehrenamtlich in Anatal zu betätigen. Wie wollen Sie ganz konkret das Vertrauen der Ehrenamtlichen zurückgewinnen? Da können Sie alle drei darauf antworten, aber bitte kurz. Herr Hines, Sie zuerst. Ja, ich würde den Herrn Jan Lorbach einladen, bei uns auf unsere Kommunalwahlliste zu gehen, zur Kommunalwahl. Dann kann er sich einbringen, das macht viel Spaß. Egal, welche Partei das ist, ich werbe dafür alle eigentlich auch, weil wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen viele, viele junge Menschen dabei, die viele Ideen haben. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn er dieses Angebot annimmt. Herr Aufnahmer. Ja, also vielleicht das, es gibt auch immer, ich weiß nicht, ob das wirklich alle so sehen, dass es keinen Spaß mehr macht, sich ehrenamtlich zu betätigen. Den Herrn Lorbach kenne ich auch, das ist einer, der sich ganz toll ehrenamtlich beim FDSV Eckershausen einbringt. Ich glaube, wir haben eine hervorragende Unterstützung. Ich bin selbst Vereinsmensch und weiß auch teilweise, wie es in anderen Kommunen läuft. Und da tun wir wirklich sehr, sehr viel. Wir sind präsent. Den Hinweis von Herrn Hines finde ich toll. Den nehme ich mit auf und will es eigentlich an alle geben, die vielleicht denken, oh, da muss an der Stelle noch was passieren. Ich will mich einbringen und ansonsten werde ich probieren, auch noch stärker wirklich ins Gespräch mit unseren Ehrenamtlichen zu gehen und auch gerade als Gemeinde da zu unterstützen, wo es halt geht. Vielen Dank. Herr Goldbach, was antworten Sie den Herrn Lorbach? Also ich würde auch zu Herrn Lorbach sagen, kommen Sie zu den Grünen, da macht es Spaß. Zwei Angebote, da muss er jetzt entscheiden. Und zwar also, neutraler, Herr Goldbach. Naja, gut, also eine Sache, die mir am Herzen liegt, wo man die, sagen wir mal, die Hürde so ein bisschen absenken könnte. Es gibt in Anatal ein Bürgerinformationssystem auf der Homepage. Das ist in relativ schlechten Zustand. Und es muss besser möglich sein, in Zukunft sich im Internet über das, was so in der Gemeinde läuft, zu informieren und vielleicht ermuntert das dann auch dazu, sich mal in irgendeiner Weise aktiv einzubringen. Dann haben wir eine Zuschrift bekommen von Silvia Siebert, die würde ich gerne an Sie richten, die Frage, Herr Aufhanger. Wieso haben wir in allen Anataler Einrichtungen, wie beispielsweise Gemeindeverwaltung, Kindergärten und Ähnliches, so eine hohe personelle Fluktuation? Liegt es vielleicht an der Stimmung? Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, erstens haben wir gar keine so hohe personelle Fluktuation. Das ist an der Stelle meine Feststellung. Das kann im Einzelbereich natürlich anders sein und gefühlt ist die Stimmung in vielen Bereichen unterschiedlich. Man muss, oder eigentlich gut, es ist aber wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, wir haben halt wirklich
viele Einrichtungen, die verschiedene Dinge machen. Ne? Wir haben die drei Kindergärten, wir haben einen Bauhof. Also da muss man sich jeden Einzelnen angucken. Aber grundsätzlich kann ich sagen, haben wir keine wirklich hohe Fluktuation. Wir haben, das ist, glaube ich, eine Problematik allgemein des Arbeitsmarktes, Stichwort Fachkräftemangel und die Zunahme wirklich auch, wie soll ich das sagen, familiengerechter Modelle, sprich Elternzeit, wo dann auch befristet Personen eingestellt werden, die dann auch wieder weg sind, weil einfach der alte Stelleninhaber nach absolvierter Elternzeit wieder zurückkommt. Also Sie sagen, es ist eher ein Grund der flexiblen Arbeitszeitmodelle und vielleicht auch der Konkurrenz mit der freien Wirtschaft als gemeine Fenster, ne, um die Stellen gesetzt. Und auch untereinander, also vielleicht das noch als ein Beispiel. Wir haben jetzt gerade aktuell eine Mitarbeiterin, die von uns weggeht, ausdrücklich nicht wegen der Stimmung, die hat aber einfach bei einer anderen, aber auch öffentlichen Einrichtung jetzt einen Job bekommen, der deutlich besser dotiert sind. Und da haben wir, glaube ich, auch einen Wechsel in der Mentalität der Menschen. Es ist nicht so, ich fange bei einem Arbeitgeber an und bin mein ganzes Leben dort, sondern die Menschen sind bereit zu sagen, wenn ich woanders zwei Gehaltsstufen mehr kriege, dann mache ich das und vielleicht auch nochmal nicht in der Kommune, sondern in einer größeren Verwaltung arbeiten zu können. Das ist dann vielleicht für manche auch ein Thema, so wie ich von einer größeren Institution zur Gemeinde Ahnertal gekommen bin. Ja, auch Barbara Moormann hat uns geschrieben und sie hat gleich mehrere Fragen gestellt. Ich habe die aber auch ein bisschen zusammengefasst und werde auch nicht alle stellen. Aber sie schreibt, nennen Sie uns bitte drei oder die drei wichtigsten Vorhaben, die Sie als erstes nach der Wahl umsetzen wollen, in der Reihenfolge und mit konkreten Handlungsschritten. Und da bitte ich Sie, Herr Goldbach, als erstes drauf zu antworten. Kurz. Erstens die Schäden am Radweg beheben, wenn man von Weimar nach Eckershausen reinkommt, am Ortseingang. Zweitens, ich werde die Zuständigkeiten im Rathaus neu zuschneiden, damit ökologische Themen besser wegkommen. Und drittens, ich werde dafür sorgen, dass das Bürgerinformationssystem in einen besseren Zustand kommt. Herr Hennes, Ihre drei wichtigsten Vorhaben. Also als allererstes werde ich erstmal mit allen Mitarbeitern und Mitarbeitern in der Verwaltung, im Bauhof, in den Kindergärten erstmal intensive Gespräche führen. Das werde ich mir erstmal anhören und erstmal dann mir große Gedanken machen und viele Überlegungen anstellen, wie gehen wir in Zukunft miteinander um, wie können wir in Zukunft neue Wege gehen. Das andere ist natürlich auch die Vereinsvorsitzenden einzuladen. Jeden einzelnen Verein, wir haben viele Ahnertaler Vereine, über ihre Sorgen, ihre Nöte sprechen. Hier gibt es ja auch immer noch Dinge, die vielleicht noch nie angesprochen worden sind. Viele Vereine, nicht nur der FTSV Eckershausen oder auch der SVW Anatal haben Vereinsheim. Wir haben einen Angelverein, der hat einen Vereinsheim. Wir haben einen Schäferhundeverein, der hat einen Vereinsheim. Wir haben Schützenverein, die haben Räumlichkeiten, haben Vereinsheim. Und das würde ich als allererstes erstmal machen. Das wäre meine dringliche Aufgabe. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und dann hat uns Margot Borleis geschrieben. Sie möchte wissen, warum nachts zwischen 1 Uhr und 4.30 Uhr die Straßenlaternen abgeschaltet werden. Wäre es nicht sinnvoll, dass zumindest in der dunklen Jahreshälfte im Winterhalbjahr die Straßenlaternen nachts durchgehend eingeschaltet bleiben? Sie spricht da insbesondere die Sicherheit der Bürger an. Man könnte die ja dann in den Sommermonaten ausschalten und sie möchte gerne wissen, wie die Bürgermeisterkandidaten zu diesem Vorschlag stehen. Herr Goldbach, vielleicht Sie zuerst. Nachts dunkel oder hell? Naja gut, also diese neue LED-Technik, die frisst ja nicht so viel Strom. Also das würde ich mir angucken, was das zusätzlich an Kosten bedeuten würde. Und selbstverständlich ist es mir wichtig, dass die Leute sich im Ort wohlfühlen, auch nachts um 3. Herr Aufgänger? Ja, also vielleicht das, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, werde ich das nicht nur im Winter die Straßenbeleuchtung wieder anstellen, sondern auch in der schönen Jahreszeit, weil ich glaube nachher, klar haben wir im Sommer mal Sternenhimmel, dann ist es vielleicht ein bisschen heller, aber dunkel ist dunkel. Vielleicht das Ganze war damals auch ein Kompromiss, von dem ich nicht ganz so begeistert war. Ich muss auch ganz klar aber sagen, ich hätte von den schwierigen finanziellen Situationen gesprochen. Es muss auch finanziell halt möglich sein. Und ein Problem ist immer, wenn man sowieso Geld einsparen muss und will dann irgendwo noch 20.000 oder 30.000 Euro mehr im Jahr ausgeben, dann wird es schwierig. Und im Übrigen,
die Sicherheit, da gibt es auch Untersuchungen zu, weil ich mich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt habe. Ich habe zum Beispiel damals auch noch bei diesem Kompromiss durchgesetzt, dass freitags und samstags die Beleuchtung durchleuchtet, damit gerade wenn die Menschen länger unterwegs sind, was am Wochenende häufig der Fall ist, die Beleuchtung durchbrennt. Wir lassen die über Weihnachten, Silvester durchbrennen, also da gibt es abgestuft. Letztlich Modelle, dass die Beleuchtung leuchtet. Ich muss sagen, die Sicherheit ist gewährleistet. Also Ahnatal ist mit Abstand die sicherste Kommune, die direkt an Kassel angrenzt und sie ist die zweitsicherste im ganzen Landkreis. Also da brauchen sich die Bürgerinnen und Bürger keine große Angst mehr. Ich weiß, dass das subjektiv aber ein Thema ist und vielleicht das abschließend. Ich hätte es ins Wahlprogramm geschrieben bei mir, wenn ich mir sicher gewesen wäre, dass wir es auf jeden Fall finanzieren können, weil es gibt viele Wünsche, die wir heute auch schon wieder festgestellt haben. Herr Hennes, was antworten Sie denn der Frau Borleis? Ja, sicher sind unsere Bürgersteige nachts nicht Dunkelheit, deshalb der Stefan Hennes wählt beleuchtete Straßen und Gassen in Ahnatal auf jeden Fall. Vielen Dank. Zum Abschluss würde ich Sie jetzt ganz gerne noch mal bitten oder Ihnen die Möglichkeit geben, in einem kurzen Abschlussstatement noch einmal die Wähler davon zu überzeugen, warum Sie Ihr Kreuz bei Ihnen machen sollten und nicht bei Ihren Konkurrenten. Dafür haben Sie wieder 60 Sekunden Zeit. Ich würde sagen, da wir am Anfang mit Herrn Auchenanger begonnen haben, fangen wir jetzt mit dem Herrn Goldbach an. Sie haben 60 Sekunden Zeit, die Wähler von sich zu überzeugen. Ihre Zeit läuft ab jetzt und ich bitte Sie, den Gong zu starten. Liebe Ahnatalerinnen, liebe Ahnataler, die Zeiten sind nicht einfach. Die Corona-Pandemie hat uns im Griff. Gleichzeitig verändert die Klimakrise den Planeten. Für Ahnatal bedeutet das, im Wald vor unserer Tür sterben Fichten und Buchen. Auch die Landwirtschaft spürt den dritten heißen und trockenen Sommer in Folge. Da gilt es zu handeln. Wir brauchen in Ahnatal mehr Radwege, mehr Photovoltaik auf den Dächern, mehr Blühstreifen für die Artenvielfalt. Wir müssen mehr finanzielle und personelle Ressourcen in Klima- und Naturschutz stecken. Mit mir als grünen Bürgermeister bekommen Sie eine kommunale Klimapolitik aus einem Guss. Als Volljurist mit Schwerpunkt im Verwaltungsrecht bin ich für die vielfältigen Anforderungen des Bürgermeisteramts gewappnet. Ich kann Umweltpolitik, aber nicht nur. Der Zusammenhalt im Ort ist mir ein Herzensanliegen. Dabei spielen die Vereine eine wichtige Rolle. Und mir liegt auch daran, das Gemeindehandeln transparenter zu machen. Ich freue mich über Ihre Stimme. Herzlichen Dank, Herr Goldbach. Herr Hennes, ja. 60 Sekunden laufen wir jetzt. Ja, mit großer Motivation und echtem Interesse trete ich zur Wahl am 1. November 2020 als Bürgermeisterkandidat in unserer Heimatgemeinde in Ahnatal an. Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich möchte parteiübergreifend die Zukunft in Ahnatal gestalten. Mir ist wichtig, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Daher brauchen wir in Ahnatal einen neuen Schwung und einen neuen Geist der Gemeinsamkeit. Ich bitte um Ihr Vertrauen, mich am 1. November zum Bürgermeister der Gemeinde Ahnatal zu wählen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Hennes. Ganz im Zeitrahmen, vielen Dank. Herr Auchenanger, jetzt haben Sie eine Minute Zeit und können die nutzen, um die Wähler von sich zu überzeugen. Ja, liebe Ahnatalerinnen und Ahnataler, ich glaube, in den letzten 12 Jahren haben wir sehr viel gemeinsam erreicht. Wir sind in vielen Bereichen Vorreiter in Ahnatal. Wir haben einen kostenfreien Ortsbus, den ich erhalten werde. Wir sind die zweite Kommune gewesen, die ein Klimaschutzkonzept abgeschlossen hat. Wir sind in der LED-Umrüstung ganz weit vorne. Flühkonzepttechnisch sind wir vorne. In den nächsten Jahren möchte ich mit Ihnen gemeinsam unseren schönen Ort weiter ausbauen. Dazu will ich insbesondere im Bereich der Städteförderung mit Ihnen gemeinsam aktiv werden und noch viele Dinge voranbringen. Erinnern will ich auch daran, wir sind eine der ersten Gemeinden mit WLAN-Hotspots. Wir haben die Rasenmäherroboter, wir haben unseren schönen Bühl. Wir sind, wie wir eben gehört haben, eine der sichersten Gemeinden. Das will ich im politischen Raum weiter ausbauen, indem wir den freiwilligen Polizeidienst wieder einführen oder alternativ das Ordnungsamt stärken. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zum Ende. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen, dass Sie heute den Weg hier ins Pressehaus gefunden haben, um mit uns gemeinsam zu diskutieren. Ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern, die sich die Zeit genommen haben, sich bei den Kandidaten nochmal ein Bild zu machen. Ja, und jetzt bleibt es mir nur zu sagen, machen Sie es alle gut, bleiben Sie gesund und viel Erfolg für den 1. November. Dankeschön. Alles klar. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön.